Hallo, da sind wir wieder mit Skal TV, Mythodea Insider, heute Abend mit einem Überraschungsgast, der schon angekündigt Ah, wurde. Im Facebook. A Trip Down Memory Lane. Wir werden in ganz alte Zeiten zurückgehen. Wir legen gleich los. Hier ist heute Abend Linus, aka Argus. ich fand es gerade sehr charmant mit den ganz alten Zeiten. Ja. Also ich war gerade in Time, deswegen habe ich das jetzt mal rausgezogen. Ja, genau. Also ja, ich finde es total cool, hier zu sein. Vielen Dank. Wie viel haben wir denn schon? 10.000 Viewer. Ich glaube nicht. Verdammt. Also erstmal hallo an alle, die da sind. Ich freue mich Okay, du wirklich. musst jetzt, er ist das Auge, so schreibt hier einer. Jetzt müssen wir sagen, wir sind der Sturm. Ich bin der Sturm. Du Ja? darfst das nicht sagen. Achso, ich Du bin. darfst das nicht sagen. So, Okay. das ist. Achso, nein, stimmt ja. Ich darf es gar nicht Ja, sagen, genau. ja. Also ja, gut, okay, wir können ja damit anfangen mit. Oder hat er gleich eine Frage? Oder hat er einfach nur Nee, reingeschrieben? es gab keine Fragen. Wir fangen mal mit unserer Standarderöffnung an. Okay. Die ist: Linus, wie bist du eigentlich zum Lab gekommen? Das fragen wir jeden. Okay. Oh Gott, das ist natürlich schon wirklich sehr, sehr lange her. Es ist tatsächlich über 20 Jahre her. Und es war so, dass ich auf einem. Also warst du 10. Da war ich 10. Fast. Ich war auf einem Markt mit meinen Eltern und da habe ich zum ersten Mal Live-Rollenspiele kennengelernt. Da war mir aber noch nicht gar nicht bewusst, was das ist. Und habe dann auf einem Schüleraustausch, habe mit normalem Rollenspiel Pen und Paper angefangen und habe dann auf einem Schüleraustausch Jenny Krüler getroffen, und mit der ich heute tatsächlich noch befreundet bin. Und die hat mir erzählt, dass es. Genau, und ich wollte eigentlich auf den Mittelaltermarkt gehen und mit meiner Rollenspielrunde quasi Rollenspiel auf dem Mittelaltermarkt im Zelt betreiben. Ah. Und dann hat sie gesagt: Pass auf, es gibt noch was viel Cooleres, nennt sich Live-Rollenspiel. Bist du auch Rollenspieler? Ja, damit habe ich angefangen. Ja. Ja, also aktiv, aktuell eher so PC-mäßig, Okay, okay. sonst weniger. Okay. Ich habe aber gespielt das Schwarze Auge und Shadowrun. Ja, also ganz klassischer Anfang, Ja, würde ich sagen. Das ist ganz genau. klassisch. Ich hatte also Dungeons & Dragons, wusste ich, dass es das gibt, aber es hat mich irgendwie nie so gereizt. Und ich war, glaube ich, schon immer mehr so der freie Improvisationsspieler. Ich habe auch beim Lab, war ich, glaube ich, immer so ein Verfechter von, du kannst, was du darstellen kannst. Und Shadowrun, DSA. DSA und na, das Dungeons & andere. Dragons. Dungeons & Dragons wurde mir immer ein bisschen mehr so, noch mehr als so, ja, stark regelfokussiert irgendwie dargestellt. Und dann habe ich für mich beschlossen, dass ich das irgendwie nicht unbedingt machen möchte. Also ich habe immer mehr Bock auf dieses Freispiel gehabt. Ja. Genau. Ja, genau. Und dann meinte sie eben, es gibt noch was viel Cooleres. Es gibt, nennt sie Live-Rollenspiel. Und dann hat sie mir das ein bisschen erzählt. Dann bin ich damals von Frankfurt aus nach Köln gefahren, weil es eben damals so den einzigen Laden gefühlt gab, der sich mit Live-Rollenspiel beschäftigt hat. Das war damals die Schatzkammer. Und bin dann ich glaube, wir waren dann noch einmal in Gewandung auf diesem Mittelaltermarkt. Und dann bin ich dahin und hatte, glaube ich, 100 D-Mark dabei. Das war unfassbar viel Geld damals als Schüler, ja, genau. Und dachte mir, jetzt kaufe ich mir eine Rüstung, ein Schwert, Klamotte, alles. Und dann wurde mir bewusst, ja, das Hobby ist vielleicht doch ein bisschen teurer oder eben noch nicht so kostengünstig, wie ich das dachte. Kam dann aber immerhin mit einem anderthalb Händer und zwei Lederarmschienen zurück. Und dann fing das an. Und dann hatten wir uns auch da gleich den Flyer mitgenommen zu dem ersten Con. War es eine Labwaffe? So eine Labwaffe, ja, genau. Ja. Also ja, so 1,25 Meter, schätze ich mal. Eben Ja. so ein anderthalb Händer. Das war eben Ja, so genau. zwei Hände. Ich habe irgendwas im Haar. Ja, das ist jetzt mal. Habe ich? Ja, nee, setz Jetzt ist trotzdem. weg, stimmt. Ja, Genau, und dann fing das tatsächlich an. Dann haben wir ganz, ganz viel bei mir in der Gegend gemacht. Haben auch ganz viel, weil wir eben gemerkt haben, als Schüler, du bist nicht ganz so mobil. Ich wollte eben in einer größeren Gruppe immer unterwegs sein. Und das war immer schwierig, eine ganze Gruppe zu animieren. Und eben damals auch einfach die Distanzen. Und dann haben wir meine Eltern im Gutshof außerhalb von Frankfurt. Und da haben wir ganz, ganz viel gemacht. Und ganz spannend war, das wollte ich unbedingt heute erzählen. Meine Eltern haben logischerweise so einen Hof, da fällt ja immer relativ viel an. Die haben viel umgebaut. Mein Vater ist immer. Und ich war der Meinung, dass ich so eben um 99, 98, 2000 rum, dass wir quasi so Live-Rollenspiel dort in der Szene eigen oder in der Ecke da quasi aufgebaut haben. Und irgendwann kam mein Vater zurück, als der Schutt auf die Müllkippe gefahren hat, und hat gesagt: Ey, ich habe auf der Müllkippe Live-Rollenspielschwerter gefunden. Und hat mir so zwei, ich glaube, es waren getapte Waffen damals gegeben. Und ja, genau wie du jetzt reagiert hast, ich dachte mir so krass. Und es war, ich kam mir vor wie so ein Forscher, der plötzlich feststellt: Nee,
der Boden, den du hier untersuchst, der ist gar nicht unberührt. Also ich war definitiv nicht der Erste. Und ich habe dann mal in Thilo Wagners Labkalender nachgeschaut und der hatte dann, glaube ich, eins der ersten Einträge, ich glaube, der war 97 oder 98, in Using, also bei mir direkt um die Ecke. Also es gab da einen Orga, ich habe die mal versucht zu kontaktieren. Aber wie gesagt, es war so witzig, irgendwie noch mal so eine ältere Orga zu sehen als unsere tatsächlich. Thilo Wagners Labkalender gibt es ja immer noch. Wenn ihr wissen wollt, wo ein Lab zu finden ist, Shoutout an Thilo Wagner. Ja, mega. Also muss man echt ganz klar sagen, ich habe den Typen, glaube ich, einmal, zweimal getroffen. Ja. Und einfach, was der für die Lab-Community am Anfang, also gerade in dieser Zeit, wo Web 1.0, ohne den, also es gab klar die ganzen Flugzettel und man hat immer nach dem Con, ist vor dem Con und du hast immer die ganzen Flyer in die Hand gedrückt bekommen, irgendwie schön schwarz-weiß, DIN A4 und ich weiß auch noch, der erste Katalog, den ich irgendwie damals von der Schatzkammer mitgenommen habe, das waren so 4, 5 schwarz-weiß Seiten und ich habe den also gefühlt monatelang immer durchblättert und habe irgendwie, glaube ich, gehofft, dass da noch eine weitere Seite plötzlich auftaucht, ja. Die, ich glaube, Askander Lederrüstung war so, und ich fand die total toll, ja. Also genau, also Shoutout an Thilo, der hat also damals, ohne den wäre, glaube ich, wäre es so viel schwerer gewesen tatsächlich. Man konnte auch am Ende, oder er hatte dann irgendwann diese Suchfunktion eingebaut, also dass man eben schauen konnte, 140 Kilometer im Umkreis, was gibt's denn da alles? Na gut, in den 90ern war so Webseiten auch noch nicht so wie heute, dass das so ganz normal war, dass jeder irgendwie eine Webseite hatte. Nee, total nicht, klar. Ja, also es war schon, ja, und dann sind wir quasi über diese Sache, wir haben dann quasi relativ schnell angefangen und haben uns am Anfang eigentlich eher so als NSC-Truppe verdingt, weil es natürlich viel günstiger war. Und dieser Need for NSCs, dass du irgendwie quasi immer irgendwie das Problem hattest, dass du eigentlich zu wenig, du hast immer genügend Leute, die ihre Charaktere darstellen wollen, aber zu wenig Leute, die NSCs spielen. Das haben wir so ein bisschen ausgenutzt, dann haben wir gesagt, pass auf, wir kommen mit einer riesen Truppe, wir haben so 10, 14, 15, 20 Mann, das ist natürlich für damalige Verhältnisse nicht groß gewesen. Ja. Und du wusstest, du hast 10, 20 NSCs mehr, gerade bei so Schlachten-Events ist das natürlich cool. Und da haben wir immer so einen Deal ausgehandelt, dass wir dann am Samstagabend aber unsere eigenen Charaktere spielen können oder man hat dann nachgefragt, ob das nicht irgendwie auch, ob die NSCs nicht Schotten sein können oder Kelten und da haben wir ganz häufig irgendwelche Deals gefunden für uns und dann ging es weiter und irgendwann ging es zu Mythodea. Ja, genau. Dann zu Mythodea. Hast du auch noch andere Cons, also hast du selber Cons organisiert mal? Ja, ja, doch. Okay. Also viele, also wir haben relativ, haben relativ früh, wie gesagt, angefangen, auf dem Hof meiner Eltern was zu organisieren. Mhm. Und ich glaube 2008, schätze ich jetzt mal, haben wir angefangen, auf dem Hof meiner Eltern auch Silvester-Cons zu machen. Nein, meine Mutter hat bei Lufthansa gearbeitet. Mhm. Und ich habe schon immer Partys und Veranstaltungen gemacht und ich glaube, wir werden auch noch ein paar Fotos sehen. Also auch die Partys waren immer so ein bisschen Motto-mäßig. Also wir hatten mal so eine James-Bond-Party und das hat auch den riesen Vorteil. Also wir haben dieser Gutshof, da sind auch Mietswohnungen drauf, da sind auch später Freunde von mir hingezogen, die eben auch Live-Rollenspiel gemacht haben. Also wir waren da schon so eine kleine Live-Rollenspiel-Community. Und wenn du dann auch mehrere Wohnungen hast, quasi, die von deinen Freunden bewohnt werden, die du dann auch eben intern nutzen kannst. Also wir haben dann Okko, den kennt man ja auch, der hat unten... Grüße an Okko, falls er zuguckt. Hallo Okko. Der hat unten eine Wohnung gehabt, da haben wir dann immer quasi im Gelage gehalten. Meine Mutter hatte damals für mich extra unser Esszimmer umgestrichen, dass das mittelalterliche aussah. Und da haben wir dann immer die Dinge reingekarrt. Am Ende haben wir irgendwann gemerkt, so, wir waren nie so wie, ich hatte ja den Vorteil, dass ich relativ früh irgendwie auf Mythodea gestoßen bin. Und für mich war Mythodea immer so ein cooler Lab-Spielplatz, auf dem du halt, auf dem du quasi die Dinge machen konntest, auf die du gerade Lust hattest, ohne die Dinge eines Cons machen zu müssen, die du halt nicht kannst oder in denen du nicht gut bist. Naja. Also zum Beispiel, ich war, glaube ich, noch nie gut in Anmeldungen verwalten und Parkplätze bereitstellen. Ja. Ja, da gibt's einen Kunden, da haben wir mal einen Parkplatz in einen Wald geschlagen, weil wir plötzlich festgestellt haben, wir haben so ein total tolles Con-Gelände, aber hatten gar keinen Parkplatz und dann haben wir einfach so ein Stück Wald gerodet. Also so halb legal. Ja, und dann haben die Leute alle diesem gerodeten Stück Wald geparkt. Ich glaube, das ist jetzt zum Glück verjährt, wenn das irgendjemand anzeigen sollte. genau, dann haben wir eben viel da gemacht.
Und zwei tatsächlich ganz grandiose Cons. Wir hatten irgendwann mal das totale Glück, über einen Bekannten an einen Bunker zu kommen und haben dann tatsächlich so ein Endzeit-Bunker-Con Wann veranstaltet. war das? Das war 2011, 2012 müsste es Naja, okay. gewesen sein. Ja. Das war dann schon ein bisschen später auf jeden Fall. Da hatten wir schon relativ viel Erfahrung, waren natürlich irgendwie einfach auch mobiler und Naja. das war aber. Das war, also ich würde sagen, es war das beste Event, was ich je organisiert habe. Ja. Und genau, aber ja, jetzt um zurückzukommen. Also hier Conquest, riesengroß. Man kann eben sich ein Gebiet raussuchen, das man total toll findet. Und wir haben dann eben eher so ganz, ganz kleine Events gemacht, wo wir gesagt haben, also diese Silvester-Cons waren zum Beispiel immer nur unsere eigenen Mitspieler, also nur unsere Gruppe, weil wir eben gesagt haben, wir wollen eben auch die Kultur und den Hintergrund und wir wollen auch ganz viel also Interaktion zwischen den Leuten haben. Also meistens haben die Leute irgendwelche Infosheets bekommen, keine Ahnung, was in der letzten Woche oder in den letzten 2 Monaten passiert ist und wen sie jetzt hassen und wer wem ein Schaf geklaut hat und welche Gerüchte es gab. Und das war total irre. Und dann haben wir immer gesagt, okay, und dann laden wir immer so 2, maximal 4 Leute von außerhalb ein, die tatsächlich quasi als Gast bei uns sind. Und dann hast du. Ich persönlich fand das immer so ein total immersives Gefühl oder ein super immersiver Effekt, dass du eben eine wirklich sehr, sehr geschlossene Welt hattest, die du dir eben dann als quasi Tourist anschauen konntest. Und wir haben so ein bisschen Feedback bekommen von der anderen Spielweise, von der anderen Sichtweise oder haben uns quasi auch Expertisen reingeholt, die wir so nicht hatten. Also wir waren zum Beispiel ganz klar gegen hermetische Magie und hatten keine Magier und wir hatten irgendwann einen Kumpel, der war eben Magier. Und mit dem haben wir uns super verstanden. Wir wussten OT natürlich auch, dass es Magier ist. Und der hat uns auf vielen Cons auch immer wieder ins Spiel reingeholt. Also wenn wir halt gesagt haben, oh, mit hermetischer Magie wollen wir nichts zu tun haben. Wir schlagen jeden, der irgendwie auch sich nur, der nur aussieht wie ein Zauberer. Und dann saß der immer so bei uns, hat dann, keine Ahnung, seine magischen Sprüchlein abgehalten und hat dann so ein kleines Pseudo-Ritual gemacht. Und dann haben wir immer gesagt, ja, das ist kein richtiger Magier, das ist nur ein Druide. Und er hat uns dann ins Spiel gebracht. Und ähnlich war das dann eben bei diesen Cons, dass die Leute quasi von außen so ein bisschen diese Kultur gesehen haben. Und das war schon immer sehr, sehr cool und auch sehr, sehr urig. Und ja, jetzt können wir da kein Bild einblenden, aber also utenhof.de, ja, wenn man sehen möchte, Ja. wo wir das gespielt haben. Genau, das war schon eine sehr, sehr coole Zeit. Utenhof ist, wo du Wo ich groß geworden bin. groß geworden bist, und es ist so eine Stunde weg von Frankfurt, oder? Genau, Oder nördlich, irgendwo. genau, im Genau. Taunus, quasi einmal über die Saarburg rüber im germanischen Bereich. Okay. Genau. Okay, jetzt das ist die ganze Vorgeschichte. Wie bist du dann zu Mythodea gekommen und wann bist du zu Mythodea gekommen? Das ist vielleicht auch interessant. Ja, also genau, ich war 2000, um 2000, 2001 rum, war ich schon quasi aktiv am Live-Rollenspiel spielen und dann kam zum ersten Mal das Drachenfest auf 2001, damals irgendwie am Nürburgring, glaube ich. Und da sind natürlich irgendwie alle, die gerade aktiv waren, sind da hingefahren, wollten sich das ansehen, ob das überhaupt möglich ist. Also ein Con mit 1000 Leuten, das war irgendwie, also Ja, muss irgendwie, also gefühlt hat unvorstellbar groß. unvorstellbar, unvorstellbar Ja, groß. Ich weiß, dass es irgendwie in Richtung Regensburg irgendwie das, die Dunkle Lande gab. Ich glaube, das war auch schon ein relativ großes Event, ich glaube mit 800 oder so oder 600 Leuten. Also alles, was ich da bis dahin, ich habe das Größte, von dem ich bis dato gehört hatte, waren 400 und ich glaube, das Größte, bei der, auf dem ich teilgenommen hatte, waren so 200. Also 200 war einfach ein Großkorn und alles normal war zwischen 60 und 120. Und es war ein super spannendes Event. Es hat natürlich wahnsinnig viele Kinderkrankheiten, glaube ich, noch gehabt. Aber trotzdem war es irre beeindruckend, auch mal die ganze Facette deutscher Live-Rollenspieler zu Ja. sehen, wie weit andere Gruppen sind. Da kam ja wirklich, also da kam aus allen Ecken Deutschlands quasi die Gruppen zusammen. Gab es sehr unterschiedliche Spielstile, die sich auch, glaube ich, bis heute durchziehen. Aber eben auch einfach zu sehen, was machen die anderen. Das war irgendwie für mich so die erste Erfahrung mit Großcons. Und dann war ich 2002 auf dem Drachenfest. Und dann hatte ich einen Typen getroffen, Plonka, und der hatte damals gesagt, pass auf, wir machen auch gerade was. Ich hatte dann auch davon gehört, dass es quasi das erste Mal hieß, dass. Tja, ich glaube, es hieß Mythodea. Philipp, sag doch mal aus dem Off, wie das erste. New Order hieß das. New Order, Ja, Dankeschön. genau. Ja. Genau.
Genau, das erste New Order. Und da wurden wir quasi, haben wir gesagt, naja, wir sind halt irgendwie doch arme Studenten und wir können uns nicht irgendwie zwei Großcounts leisten. Und er meinte, pass auf, wenn ihr da irgendwie Aufbau und Abbau macht, dann, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Ja. Hatten das gemacht und dann trennte sich ja die... Nee, Unfug. Und dann haben wir gesagt, nach dem Jahr haben wir gesagt, okay, das war ganz cool, wir wollen im nächsten Jahr da als... als Spieler hingehen. Ja. Und mit einer Riesentruppe, und es war ganz wichtig, wir wollten ganz, ganz viele sein, das war so die Erfahrung aus dem Drachenfest, dass du auf dem Großcon mit einer großen Gruppe irgendwie mehr Impact hast, ja. dass die Leute dich irgendwie ja, mehr wahrnehmen und dass du irgendwie tatsächlich auch auf dieses große Ganze mehr Einfluss hast. Und dann waren wir 2003 auf dem New Order und das war auch, also es war ein unfassbar beeindruckendes Con für mich. Es war wettertechnisch damals eine Katastrophe, das war dieser Supersommer 2003. Das Con hat, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich glaube, damals eigentlich relativ schlechte Kritiken bekommen, wobei das jetzt nicht zwangsläufig an der Orga lag. Es war einfach super kompliziert. Uns wurde auch wahnsinnig viel Freiraum gelassen. Und ich wurde damals zum Anführer des Feuerlagers gewählt. Mhm. Und wir im Feuerlager hatten wahnsinnig viel Spaß, was jetzt definitiv nicht nur an mir lag, sondern einfach, weil das ein unfassbar cooles Lager war und wir eine sehr gute Kommunikationsstruktur hatten und aber ich habe es in meiner totalen diplomatischen Fähigkeit geschafft, uns komplett diplomatisch an den Rand zu manövrieren. Also niemand wollte mehr am Ende mit uns in die Endschlacht ziehen. Außer, irgendwie, ich glaube, am Ende haben wir uns sogar mit den Orks und den Drows verbündet. Ja, weil es irgendwie alle waren gegen uns. Es war ein bewegender Moment, wo ich festgestellt habe, nur weil du das größte und stärkste Lager bist und die meisten Banner hattest, die wir hatten, das war einfach dieses ganze Konvakt, wir waren in so einem Höhenflug, es war alles geil. Wir hatten 10.000, irgendwie gefühlt alle Banner organisiert, selbst die Banner der anderen. Da musste man damals so Banner zusammen glauben und haben die dann an die anderen Banner verschenkt, an die anderen Lager verschenkt, die noch gebraucht haben, um irgendwelche Rituale durchzuführen. Und ich dachte mir, weil wir so großzügig sind, können wir da auch irgendwie auf die Kacke hauen und sagen, also wir wollen jetzt hier Chef werden. Ich glaube, damals ging es schon um diese Archonten. Ich war quasi Archon-Anwärter. Wir hatten ein magisches Schwert und ein magisches Schild und wir waren also irgendwie hier auf dem Power-Level und am Ende haben alle gesagt, ja, stimmt schon, aber wir wollen irgendwie euch doch nicht gewinnen sehen. Und dann haben sich eben tatsächlich alle Lager gegen uns verbündet und wir hatten eine super Endschlacht. Also unser Ratio war so, einer von uns kämpft gegen vier andere. Ja. Die anderen mussten sich halt anstellen, um irgendjemanden totzuschlagen und ich glaube, das hat irgendwie alles so ein bisschen dazu beigetragen, dass das Con von vielen nicht so als positiv irgendwie wahrgenommen worden ist. Ich fand's mega. Und hatte aber tatsächlich irgendwie für mich, es war unfassbar anstrengend, weil du eben als Anführer eines Lagers quasi gefühlt 16 Stunden anwesend sein musst und auch dann nachts geweckt wirst, weil da irgendwas passiert ist. Dir wird 300 Mal erzählt, dass irgendeine Inschrift gerade übersetzt worden ist. Und dann habe ich, glaube ich, angerufen damals bei Life Adventure in Regensburg und meinte, also 2004, ich bin noch ins Ork-Lager aufs Drachenfest? Oder vielleicht war es sogar 2003. Also auf jeden Fall hatte ich da irgendwie für mich mit Großcons fast schon ein bisschen abgeschlossen. Und wir hatten damals so eine illegale Kneipe, die wir im Wald betrieben haben, der grinsende Tod. War auch ziemlich legendär. Also wenn man sich überlegt... Und illegal. Ja, also, naja, das war mir damals gar nicht so bewusst, ja. Aber wir haben quasi Alkohol im Wald an Minderjährige ausgeschenkt. Also ich glaube, illegaler geht es kaum noch. Und wir haben auch keine Steuern gezahlt. Ist es verjährt? Ja, ich glaube schon, es ist verjährt. Also, das war halt einfach damals, wir waren ja selber noch wahnsinnig jung und ich habe halt damals gesagt, naja, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, ich brauche einen Nebenjob. Entweder gehe ich jetzt im Aldi und räume Regale ein, da hat die Lab-Community gar nichts davon. Oder ich fange halt mit zwei, drei Freunden an, wir hatten so eine Hütte im Wald und haben quasi alle einmal im Monat alles reingekarrt, alles dekoriert. Dann eben einen Abend so einen Tavernenabend gemacht, für meiner Meinung nach heutzutage vollkommen moderate Preise irgendwie, Getränke und auch Essen organisiert. Das war wirklich immer sehr, sehr cool. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen mit dieser Taverne nächstes Jahr aufs Conquest fahren. Und dann habe ich bei Life Adventure angerufen und meinte, ja, pass auf, nächstes Jahr komme ich nicht mehr. Ich komme nur mit meiner Taverne. Und da meinte Tina, die damals fürs Feuerlager verantwortlich war, das war das Feuerlager, die meinte, Linus, das kannst du noch nicht tun. Das hat so viel Spaß gemacht mit dir, das war so cool. Regensburg, Tina, Trost Tina. Genau, Trostina. Genau. Hallo, Grüße an Tina, falls du zuguckst. Ja. Die hat gesagt, das kannst du nicht machen. Und dann kam, glaube ich, damals Jack ans Telefon. Und dann meinte Linus, okay, also wenn du das nicht machst, aber wir haben noch was anderes für dich.
Also man muss sich das alles vorstellen wie Star Wars, dann kommt der Imperator und ich war total perplex und wusste nicht, was er wollte. Und dann kam damals Philipp ans Telefon und meinte, okay, ich versuche das mal ganz kurz irgendwie zu ordnen. To make a long story short, er hat mir dann quasi erklärt, dass sie zum ersten Mal versuchen wollen, auf dem Großcon eine NSC-Fraktion zu machen. Und da sie das irgendwie ganz cool fanden, wie das im Feuerlager gelaufen ist, haben sie gesagt, wir können uns vorstellen, dass du eventuell eben den Obermufti von den NSCs machst. Hast du ja Bock drauf. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich brauche ein bisschen Bedenkzeit, das ist irgendwie schon ziemlich krass. Also gerade wenn wir da von diesen Zahlen reden, die ihr da im Kopf habt, das ging da, glaube ich, damals haben wir von über 2000 geredet. Ich glaube, im Endeffekt war das erste Mythodea 1200 Leute und davon waren fast 400 NSCs. Und mir war irgendwie auch schon bewusst, okay, das wird schwierig, ne? Also es ist, du kannst dich halt nicht einfach vorne hinstellen und sagen, die Orga hat gesagt, ich bin jetzt euer Chef, tut bitte, was ihr wollt. Und ich hatte ja eigentlich für mich auch gedanklich schon mit Großcons abgeschlossen. Dann ploppten diese Deals auf, die sie damals hatten. Ja. Irgendwie Kettenhemd, Armschienen, Beinschienen, irgendwie für 109 Euro plus Wappen und Schwert. Das war natürlich ein krasser Deal. Und dann habe ich, und wir wollten damals Speere haben für unsere Live-Freund-Spielgruppe. Und dann habe ich Philipp angerufen und meinte, ja, also wir kriegen das vielleicht hin. wenn ihr auch noch für uns einen Deal maßschneidert, wir wollen hier Speere haben zu so einem super günstigen Preis. Du hast ja hier FDD. Mach uns doch mal ein paar Speere. Ich habe ihm ein paar Designs rüber geschickt. Und dann meinte Philipp, ja, kriegen wir hin, machen wir. Und dann habe ich herausgefunden, dass Hannover nicht im 140 Kilometer Radius um meine Heimat liegt. Also dann habe ich beschlossen, also du fährst nur ein einziges Mal auf Mythodea. Ja, du sammelst dir da die Speere ein und danach machst du nie wieder ein Großkorn, weil mir eben diese ganze Großkorn-Sache, die war mir nicht intensiv genug. Also es war irgendwie für mich am Anfang nicht das, was ich für mich irgendwie als Live-Run-Spiel irgendwie definiert habe. Ja, und dann bin ich da hingekommen und dann damals gab es das schwarze Eis, dann stand ich auf 8 Schwärme waren es damals, irgendwie auch natürlich auch intern sich schon irgendwie gefunden hatten und es war natürlich irgendwie viel einfacher in so einer 40-Mann-Gruppe irgendwie den Anführer zu finden. Ja. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt quasi gar niemanden in den Schwärmen drin, also niemand, der irgendwie gesagt hat, der Linus ist ein cooler Typ, den supporten wir. Und ach genau, ich weiß noch, das war so ähnlich, mir war das nicht bewusst geworden, als am Ende des New Orders 2000 und des Mythodeas 03, quasi am Ende des Feuerlagers, wurde ich irgendwann mal gefragt, so ja, wie alt bist du eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich 22. Und dann meinten die so, oder 21. Und dann meinten die so, oh Gott, wie dumm waren wir denn? Wir sind einem 21-Jährigen in eine Schlacht gefolgt. Also sind viele Leute, die einfach deutlich älter waren als ich. Und die haben gesagt, also, okay, kein Wunder, dass wir hier verloren haben, wenn wir so einem Jungspund folgen. Und mir war klar, das gleiche Problem würde ich dann im nächsten Jahr wieder haben, dass ich quasi als 22-Jähriger plötzlich vor lauter Leuten stehe, eben die auch schon lange Live-Rollenspiel spielen, irgendwie feste Gruppen integriert haben, die irgendwie sich vorstellen, wie so eine Anführung funktioniert. Und dann bin ich da ganz soft rangegangen. Ich weiß noch, wie ich auf dem Feld unten stand, das ist ungefähr da, wo heute das HQ ist, da irgendwo, nee, ich glaube auf der Kinderwiese war das, irgendwo da auf jeden Fall. Und zum ersten Mal gesagt worden ist übrigens dieser Hempel da, das ist euer neuer Anführer. Und ich dachte so, hallo, ich bin der Linus. Und dann fing das an und das erste Jahr war unfassbar beeindruckend. Ich kann mich jetzt irgendwie so noch, immer noch so ein bisschen daran erinnern, wie der erste Aufmarsch stattgefunden hat. Die Leute standen vor der Bühne, also es gab damals noch Bühnenshows und da war gerade die DSL-Ansprache. Und dann kam eine kleine Bühnenshow mit, ihr seid jetzt hier auf dem Kontinent und dies und das. Und wir sind in der Dunkelheit quasi hinter die versammelten Spieler gezogen und haben uns in der Dunkelheit aufgestellt. Und als diese Show vorbei war, dann wurde den Spielern bewusst, okay, irgendwo da in der Dunkelheit, also denen wurde plötzlich klar, wir sind umzingelt. Und die wussten nicht, wie viele wir sind. Und Dunkelheit verstärkt natürlich noch mal Angst. Das kam dann zur ersten Nachtschlacht. Und das war schon wahnsinnig beeindruckend. Also mit 400 Leuten gegen 800 ist natürlich auch ein toller Ratio. So. Ja, ja, klar. Genau, und so fing das dann tatsächlich an. Und dann bin ich nach Hause gefahren 2004 und dachte mir, krass, das war so beeindruckend, weil es eben so ein bisschen wieder den Spirit von Kleincons auf das Level eines Großcons gehoben hatte, dass du eben NSCs hast, mit denen du eine Geschichte irgendwie stricken kannst, weiterführen kannst und trotzdem natürlich dieses Großcon-Feeling, also mit 400 Leuten in der Schlachtreihe zu stehen, ist natürlich wahnsinnig beeindruckend. Und damals hatten wir natürlich auch noch auf dem Riesengelände vom Brokelon natürlich auch wahnsinnig viel Platz, um uns da irgendwie Manöver auszudenken und sonstiges zu tun, ja. Ja, hier
Nerd Ragain. Ah, hi, hi Dirk. Dirk schreibt, Pippi hatten wir in den Augen, in den Schlachten, Adrenalin bis unters Kinn, 400 Leute neben sich, 800 gegenüber, das war der Hammer. Ja. Was war ich heiser nach dem Com 2004 vom ganzen Befehle brüllen. Ja, stimmt. Ja, Dirk, genau, Dirk ist auch, ja. Muss man sagen, ich hab meinen Pulli im Auto, ich habe so einen Pulli, wo, das finde ich nämlich so schade, dass dieses Jahr wieder das Contest natürlich ausgefallen ist. Ich habe diesen Pulli 2014 oder 2015 muss ich ihn bekommen haben, wo quasi jedes Jahr drauf ist, dass man kann man so abhaken. Das war so ein Team-Goodie und genau, Dirk ist auch seit Anfang an dabei. Ja. Den habe ich dann glücklicherweise überreden können, mir ins UF zu folgen. Das war ja auch eine ganz, ganz, ganz geile, spannende Zeit. Ja, guter Coup, würde ich sagen. Ja, Peter Grinz schreibt hier, was für eine Art Lab mag Linus lieber, wenn die SC-Lager gegeneinander kämpfen, auch gegeneinander kämpfen oder so wie jetzt, dass alle Spieler verbündet sind? Achso, nee, da kann ich ganz klar zu sagen, ich finde es angenehmer, wenn auch eine gewisse Konkurrenz zwischen den Lagern besteht. Ich bin kein großer Fan von PvP, weil ich das eben sehr, sehr schwierig finde, wenn Peter und ich uns mit unseren Charakteren gegenüberstehen und wir uns jetzt irgendwie mit unseren Pöpfen auf die Mütze hauen. Wenn man dann anfängt, seine Punkte runter zu zählen oder so, dann ist das meistens irgendwie, ja, also finde ich schwierig. Ich glaube, es gibt Leute, die es können. Ich habe es einfach zu häufig mitbekommen, dass das nicht so gut funktioniert. Wobei Lab ja viele Möglichkeiten aus dem endgültigen Tod bietet. Aber das muss man schon sagen, die Zeit, diese Elementlagerzeit, wo die Lager auch aufgrund der Dimensionen des Conquest noch weiter auseinander entfernt waren, das hat auch den NSCs geholfen, irgendwie. Ja, es war auf jeden Fall angenehmer zu kämpfen, weil du eben wusstest, okay, ich greife jetzt das Erdlager an. Und das Feuerlager wird nicht ausrücken, weil die quasi nur darauf warten, dass wir es halb schleifen und erst dann kommen sie und machen es auch danach auch platt. Mhm. Ich weiß noch, ich habe irgendwann mal den wiedererwachten Feueravatar gespielt und wir hatten einen unfassbar, also es war, ach, das war grandios. Wir waren ich weiß gar nicht genau, wie es angefangen hat. Man muss damals wissen, damals hat das der Feueravatar war Camel und Camel war ein sehr eigenwilliger Charakter, ein sehr cooler Typ. Und ich habe auch versucht, irgendwie Camel gerecht zu werden und eben diesem erwachten Feueravatar, der irgendwie vollkommen wahnsinnig ist. Und dann haben wir ein Feuerritual gemacht, weil, ach genau, der Körper war, glaube ich, gefangen in einem Dungeon oder wie auch immer. Der Körper musste zurückfinden und dann habe ich gesagt, wichtig ist, dass wir jetzt ein riesiges Feuer entzünden. Und dann haben sie im Feuerlager ein großes Feuer entzündet und dann habe ich gesagt, ja, aber jetzt, wir brauchen hier noch mehr Licht, noch mehr. Und dann haben sie Fackeln angeschleppt und haben Fackeltänzer angefangen. Und dann habe ich gesagt, ihr versteht immer noch nicht, wie es das Feuerlager, ja, es muss hier brennen, ja, ihr müsst brennen, ja, ich will, dass ihr jetzt alle tanzt, und dann kam irgendwie noch Trommler und alle haben getanzt, und dann habe ich gesagt, das Feuer ist immer noch nicht so groß genug, was ist das Feuerlager, ja, wir werden nicht belagert, wir belagern, reißt eure Palisade ab, und dann sind sie hingegangen und haben die Palisade, die sie am Tag vorher aufgebaut haben, wieder abgerissen und ins Feuer geschmissen. Dieser Feuerkorbkessel ist dann quasi begraben worden und in den Scheiten, also ich glaube, wir haben ein riesiges Loch in den Boden gebrannt. Niemeyer. Ja, wird's gefreut. und dann war, als das Feuer maximal gebrannt hat, habe ich gesagt, okay, und jetzt greifen wir das Erdlager an. Und dann ist diese ganze Party, hat sich innerhalb von einer Minute aufgelöst, wir haben uns umgedreht und haben das Erdlager angegriffen, aus dem Nichts heraus. Also ich glaube, es muss irre ausgesehen aus dem Erdlager, wie quasi das Feuerlager anfängt, seine Palisade abzureißen und ein irre größeres Feuer und Trommeln und ich glaube, da ist eine Frage. Nee. Sie deuten an, dass wir in die Pause gehen. Ach, wollen. Verdammt. Aber okay. Genau, also Peter. Euch fertig. Ja. Genau, also Peter grundsätzlich mehr, auch wenn sich die Lager gegenseitig bekriegen, definitiv. Genau. Hat Vorteile. Genau. Wir gehen jetzt mal in eine kleine Pause. Haben wir uns verdient. Danach war hier im Chat eine Frage nochmal zu dieser zu der Eröffnungsshow beim ersten Conquest. Ja, genau. Da wird man gern mehr drüber wissen. Damit machen wir weiter und dann gucken wir uns auch noch ein paar Bilder an. Oh ja. Fünf Minuten Pause, bis gleich, Leute. Bis gleich. Ciao. Sind wir jetzt eigentlich wieso? Hallo, da sind wir wieder mit Skald TV und Mytho Dea Insider.
mit dem Linus aka Argus. Vor der Pause wurde die Frage aufgeworfen oder war jemand neugierig, diese Bühnenshow, die es damals gab? Was kann man da drüber erzählen? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich glaube, die Idee von Live Adventure war damals, also man muss wissen, 2004 war ich ja quasi noch nicht in der Orga, also ja. Ich war, und bin, glaube ich, ab 2005 planungstechnisch, ich hatte ja 2004 angefangen schon diese Speere mit Philipp zu designen und dann kamen die Deals raus und dann hatte Philipp irgendwie gesagt, ja, schick mir doch auch mal ein paar Ideen ein, wie du das dir alles vorstellen kannst. Die hatten dann meistens immer viel bessere Grafiker als mich. Das heißt, meine Ideen wurden nie umgesetzt. falls Philipp gerade zuschaut. Ja, falls er zuschauen sollte, aus dem Off. Ja. Genau, also die wurden dann nie umgesetzt. Aber wie gesagt, ich bin dann irgendwann in den Orga gekommen und habe mit quasi organisiert, habe viel für die NSCs getan, Hintergrund. Ja, NSC-Motivation ist natürlich so ein ganz großes Stichwort, was sich, glaube ich, diese 10 Jahre durchgezogen hat. Ja. Und ich glaube, die Idee grundsätzlich von Live Adventure war damals, dass man sich überlegt hat, wie kriegt man das denn hin, wie auf einem kleinen Con allen Leuten die Story klar zu machen, die jetzt hier gerade auf dem Event stattfindet. Und dafür waren eben diese Bühnenshows angedacht. Und es waren tatsächlich wirklich große Bühnen. Also ich kann mich noch an, 2003 fing es an mit so einer riesigen Pyramide, die war bestimmt 6 Stockwerke groß. Ja, also dahinter schloss sich das Dungeon an. Also ich glaube insgesamt war der, wie groß war die? Philipp, wie groß war die Bühne? Ist das schon weg? Weiß er nicht mehr. Groß. Ja, genau. Also man muss sich das vorstellen, wie die Pyramide von Gizeh, nur eben noch ein bisschen größer. Ja. Genau, also und das waren schon wirklich coole Ideen. Also da, ich weiß, dass damals irgendwie ein der Wind-Avatar da war, der hatte relativ, die waren die Kostüme extra dafür, auch für die Bühnenshow so ein bisschen angedacht. Hinten waren so Windgeneratoren, die wurden mit Seilen, also diese die ganzen Bühnenelemente waren quasi eingebaut in, dass es eben aussah wie ein Tempel und die kamen dann mit Seilen angeflogen und das war schon irgendwie sehr, sehr beeindruckend. Also man hat quasi das, was man versucht im normalen Lab nochmal auf eine Stufe höher zu heben und wirklich beeindruckende Anfangsshows zu liefern und auch eine Endshow. Und meistens gab es eben auch noch so kleine Zwischensequenzen, die immer wieder eingespielt worden sind, wo die Hauptbösewichte dargestellt worden oder dargestellt wurden und versucht worden ist, möglichst vielen Leuten diese Story beizubringen. Wurde natürlich irgendwann auch kritisiert, wurde irgendwann gesagt, wir stehen hier wie die Schäfer vor dem Wolf, Herde. Also wie auch immer, auf jeden Fall, man hat quasi Frontalunterricht gemacht, das fand natürlich die Live-Rollenspieler auch doof. Ja. Man wollte irgendwie zu mehr individuellen kleinen Plots. Dann hat man natürlich so ein bisschen das Problem, dass man eben diese rote Story nicht mehr ganz so gut transportieren kann. Genau, also man muss sich vorstellen, es waren große Bühnen, bestimmt 8-9 Meter groß, würde ich sagen, im größten Falle. Also die letzte Bühne, die wir quasi so genutzt haben, wo wir aber gesagt haben, wir wollen dass die Bühne selbst perfekt integrieren, war Dörchgard. Also da hat man diese Idee, dass man quasi eine... Wann war das? Dörchgard 2008 und 2010. Mhm. Genau. 2010 war ja eben ganz klar, das war eine... da waren Elemente von Bühnen eingebaut, wo man eben sich überlegt hat, wie können wir mit den Spielern möglichst gut eine Belagerung darstellen. Ich glaube, Dörchgard ist eh ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob da Leute Fragen zu haben, aber Dörchgard war für mich ein großes Learning von 2008 auf 2010. Was haben wir 2008 gemacht? Was war damals gut? Was lief gut? Und was haben wir alles total falsch gemacht, um es dann eben 2010 irgendwie zu verbessern? Hm. Ja. Ja, krass. Hier wurde irgendwo gefragt, also aus irgendeinem Grund bist du mal in irgendeinem Pool gelandet mit Peter Grinz oder so, keine Ahnung. Ja, immer mal wieder. Ja, und es muss legendäre Partys in einem Etablissement namens Mad Goblin gegeben haben. was ist das denn? Was ist denn Mad Goblin? Okay, also Mad Goblin war tatsächlich legendär. Also das... Mad Goblin war eine Taverne, die von Patsy geleitet wurde und die war meistens irgendwie so der Kern oder an der Seite des Dungeons. Und ich weiß nicht, wann das Tradition geworden ist. Es gibt auch ein Bild davon. Ich habe extra ein Bild eingeschickt, falls die Regie das findet. Ja. Das ist, da stehe ich halbnackt auf so einem, es ist relativ dunkel. Ich glaube, unten steht auch drin, unten ist so ein Schriftzug, Mad Gobbo oder so ähnlich.
Ja, gut. Okay, also ich erzähle erstmal, ja, da kannst du es ja irgendwann einblenden. Genau. War quasi so, dass wir gesagt haben, okay, das war immer relativ cool. Ich habe mich mit Patsy damals relativ gut verstanden. Und immer wenn das gesamte Event vorbei war und der ganze Stress abgefallen ist, dann hieß es irgendwann im Funk so, ja, wir treffen uns am Mad Gobbo, und da fing halt immer eine Party an. Ja. Und ich weiß nicht warum, da lief dann immer irgendwann Manowar, und diese Partys sind einfach unfassbar eskaliert. Ich bin dann irgendwann immer auf den Tresen gehüpft, und die hatten in der Mitte so ein Tanzpodest. Patsy hat mir dann irgendwie 20, 30, 40, 100 Shots in die Hand gedrückt, die dann den Leuten irgendwie so in den Mund geschüttet haben. Und ja, am Ende haben sich auch viele auch berechtigt beschwert, weil das war immer so ein bisschen auf dem Hügel. Oder war, je nachdem, wo es war, hat man natürlich auch die Musik gehört. Und wenn Leute halt noch IT, den Tod eines Charakters, betrauern wollten oder irgendwie noch ein bisschen spielen wollten, und irgendwo läuft halt, keine Ahnung, Manowar, Warriors of the World oder was weiß ich, was sie da Blink-182 gehört haben. Ja. Und wir sind immer massiv ausgerastet, und es war dann genau, es war immer so, dass wir gesagt haben, da kommt dieses Singsang her, der endlose Partybaum, schalalala. Und dann haben wir quasi eine Polonaise gebildet, irgendwann, und dann sind wir Richtung Dungeon, und dann habe ich meinen Hammer genommen, und dann haben wir uns, weil wir nicht so genau wussten, wie kommt man jetzt, das war ja so ein bisschen Secret, diese Taverne zu finden, und dann haben wir uns einfach grob, wo es sein muss, haben wir einfach diese Folienwände mit dem Hammer niedergehauen und sind da quasi durchgetanzt und sind am Ende mit irgendwie 30, 40, 50 Mann in diese Taverne, und ab dem Moment ging es halt voll los. Also es war, und also war wirklich mega krass. Ja. Randale. Ja. Schon ziemlich. Ich habe kein Bild gefunden. Vielleicht kommt ja noch. Ja, wir gehen gleich sowieso durch die Zimmer durch, da stoßen wir wahrscheinlich drauf. Genau. Sie ist nicht weiter. Genau, ist ein bisschen in die Kritik geraten, weil zu viel Outtime, zu ja, genau, Party. Also Party. Man muss also die richtige Mischung finden wahrscheinlich. Aber es hört sich trotzdem legendär an. Gab es damals immer Dungeons? Oder weil du sagst, war immer am Dungeon oder im Dungeon? Also ich weiß nicht, ob es immer Dungeons, ich glaube schon. Ich glaube, es gab fast immer Dungeons. Ich war nie so der riesen Dungeon-Gänger, Dungeon-Kriecher. Ich muss auch sagen, da bin ich auch. Es gab ja diese Folien-Dungeon-Verfechter, Leute, die das halt total cool finden. Ich war das nie so ganz. Und ich fand es immer cooler, wenn du tatsächlich irgendwie ein Gewölbe hattest und dann da irgendwie was gemacht hast. Statt immer einmal einen Meter, und es war ja gefühlt immer so ein bisschen mehr so ein Labyrinth. Woran ich allerdings immer Mordspaß hatte, war tatsächlich mich. Irgendwann abends, wenn du dann tatsächlich irgendwie die Schicht frei hattest, bin ich in meinem Kostüm irgendwo ins Dungeon gegangen und habe mich da in die Ecke gestellt und habe den Leute von hinten, also es hat natürlich, es sollte irgendwie natürlich immer in den Rahmen gepasst haben, wenn es gar nicht gepasst hat, aber hat Argus irgendwas im Dungeon gesucht. Das ist natürlich krass, wenn du auf den Hauptbösewicht so Fall im Dungeon stoßen kannst. Ja, du hast Leute, die sich halt, wenn du halt im falschen Moment irgendwo standest und du hast dich halt umgedreht und hinter dir stand Argus, also ich hatte einen Menschen, der ist einfach durch die Wand gesprungen, also der ist durch die Folie gehüpft, und dann musst du natürlich auch so, hey, ganz ruhig, alles easy, ich bin, du musst nicht. Ja. Ja, aber es gab schon viele lustige Momente auch im Dungeon, ja. Ja, genau. Okay, wir fangen jetzt mal an, Bilder zu gucken von dir. Regie, wenn wir bitte einblenden können. Ja, haben wir, genau. Da geht's gleich los. Was sehen wir denn hier? Ja, dass euch Argus, wie er leibt und lebt, ja, ohne Bart. Ja, ich glaube, das also war tatsächlich schon das zweite Kostüm. Nee, ja. das dritte Kostüm. Das erste, das gab es nur 2004. Das war ein riesiges Pissoir auf meinem Kopf. Es sollte aussehen wie von Stargate. War aber nicht angepasst. Das heißt, es saß halt nicht irgendwie so tight, sondern es war eben so ein riesiges Ding. Also ich sah einfach aus, als hätte ich ein Pissoir auf dem Kopf. Und es wurde dann auch 2005 geändert. Ja. Von Mindforge damals, glaube ich. Okay, genau. Vielleicht also anhalten hier an der Stelle, nicht weiterlaufen lassen. Argus, wer ist denn das überhaupt und wie kam es dazu, dass du ihn spielst? Ne, das war eben die Anfrage, dass ich 2003 das Feuerlager geleitet habe. 2004 haben die Leute einfach gesagt, wir brauchen einen Anführer für diese NSC-Fraktion. Für Schwarze Eis. Für Schwarze Eis, genau. Möchtest du das nicht machen? Und dann habe ich eben relativ schnell gemerkt, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich kam mit den Leuten sehr, sehr gut aus. Ich habe gemerkt, ich habe auch wahnsinnig oder viele sehr fähige Anführer dieser kleineren Einheiten. Und das war ganz schnell so ein Community-Gefühl, was es, glaube ich, auf anderen Events nicht gab.
Und es war einfach überwältigend. Also es war in vielerlei Punkten einfach unfassbar krass. Also wenn du das erste Mal dastehst und dafür musst du nicht mal Argus sein, es kann egal wer sein. Ja. Und an dir ziehen einfach 400 Leute vorbei in eine Schlacht. Oder du bist Teil dieser Schlacht und du marschierst vorne raus und drehst dich um nach 5 Minuten und merkst, hinten kommt noch mehr nach, dann bleibst du dabei. Und ich glaube, also die ersten Leute sind bestimmt mehrere Jahre dabei geblieben und sind es ja teilweise sogar noch heute. Und ganz viele hier im Chat. Ja, das freut mich sehr. Hallo. Ja, genau. Das ist auch meine Wahrnehmung. Also dieses NSC-Ding auf dem Kongress ist eine ganz besondere Geschichte und hat auch so ein ganz besonderes Gefühl. Mhm. Das merkt man, wenn man das erste Mal da ist und da steht und guckt sich das an, merkt man es sofort. Also das ist was ganz Besonderes. Ja, ja, ich glaube, das war auch irgendwie für mich immer der Antrieb, irgendwie da so viel zu machen. Mir war halt klar, du bist in einer exponierten Lage, du musst eine Rolle darstellen, die von allen als Bösewicht wahrgenommen werden muss. Und ich habe immer gesagt, es gibt, natürlich kannst du dich vorne hinstellen und sagen, ich bin Argus, ich bin der Charonar, ich bin der Böse hier. Mhm. Und wenn die Orga das so schreibt und wenn du 8 direkt Schaden machst und irgendwie auch in der Reinigung hast, eine coole Klamotte hast, dann wird dir das auch abgekauft. Aber es ist halt 1000-mal cooler, wenn nicht du sagen musst, ich bin der Bösewicht, sondern wenn 400 andere Leute sagen, ja. Das ist der Böse. Und wenn ihr nicht aufpasst, dann macht ihr euch fertig. Und also, ich habe immer gesagt, Heldengeschichten werden nicht von dir selbst erzählt, sondern von anderen. Ja. Und irgendwie das, was ich von den NSCs mitbekommen habe, dass sie eben diese Rolle mitgetragen haben, dafür habe ich immer versucht, irgendwie wahnsinnig viel zurückzugeben. Ich habe es irgendwie als meine Aufgabe gesehen, mich auch irgendwie darum zu kümmern, dass wir irgendwie entsprechende Schichten haben. Das ist super interessant. Du beschreibst hier gerade das, was wir in vergangenen Shows diverse Male beschrieben haben, was wir so ein bisschen als ideales Spielprinzip im Lab, zumindest auf den von uns veranstalteten Lab sehen. Das ist das Play to Lift. Das heißt, dafür, dass deine NSCs, deine Mitspieler alles dafür getan haben, damit du als gut als Anführer aussiehst, tust du auch wieder, spielst du auch wieder sie hoch, indem du alles dafür tust, damit sie gut aussehen. Also ich glaube, viele Leute sagen natürlich, okay, Argus ist irgendwie so der große Bösewicht gewesen. Mhm. Aber das habe ich tatsächlich, glaube ich, nur sekundär als meine Hauptaufgabe gesehen. Kann man das so sagen? Sekundär als Hauptaufgabe? Ich glaube, es gab so viele Gründe, warum es Argus gab. Wir waren halt weniger und es mussten manchmal irgendwelche bestimmten Bereiche gehalten werden. Also wenn ein zweites Lager ankam und über den Weg wollte, konntest du halt Argus hinstellen und sagen, jetzt kommt ihr hier nicht mehr durch. Ja. Und dadurch wurde halt eine Flanke einfach abgesichert, wo sonst vielleicht ein Lager einfach viel zu schnell reingeprescht wäre, wo wir uns halt nicht umorientieren können. Oder eine Gruppe wird an eine Palisade gedrängt und dann gehst du eben mit einer Person hin und schiebst die Leute weg. Also es war nicht meine Aufgabe, da durchzugehen, alle Leute tot zu prügeln, die sich mir in den Weg stellen. Ja, ja, das wäre auch langweilig. Nee, total. Also das möchte auch niemand. Ja, genau. Hier wird so ein bisschen diskutiert. Also ein Ding, was jetzt schon zum dritten Mal gefragt wurde, unter anderem von einer Svenja, aber auch von anderen, könntest du dir nochmal vorstellen, eine größere NSC-Rolle zu übernehmen? Das ist ein zwieschneidiges Schwert. Ich habe immer für mich gesagt, Argus zu spielen war auch Teil meines Live-Rollenspiel-Lebenswerkes. Da kann ich auch irgendwie auch nochmal so 2-3 Stories erzählen, die irgendwie das wirklich, also das war einfach eine außergewöhnliche Rolle und ich bin da. Ja, Argus haben wir auch noch nicht erschöpfend besprochen, das machen wir gleich. Okay, gut, also auf jeden Fall, das war echt unfassbar beeindruckend in vielerlei Belangen. Und ich habe immer gesagt, irgendwie jede Rolle muss ein Ende finden. Ich hatte das immer als NSC-Koordinator gesagt, habe gesagt, es gab da irgendwie so ein Deal, so kleine Rollen, nur ein Jahr, mittlere Rollen, 3 Jahre und fast große Rollen, 5 Jahre. Und ich hatte für mich auch immer dieses 10-Jahre-Ziel gesetzt, weil ich irgendwie gar keine Lust hatte, irgendwie so 2038 im Rollstuhl über Schlachtfeld zu rollen. Und eher so, ja, das ist Argus, aber Tod kriegst du ihn eh nicht. Und ich fand auch immer irgendwie abgeschlossene Serien cooler als, also Band of Brothers ist für mich eine super Serie, 10 Folgen, bums, die Serie ist vorbei und ist zwar tragisch, aber und Lost, so cool die Serie, glaube ich, sein soll, war für mich immer so ein Negativbeispiel, weil Leute gesagt haben am Ende, irgendwie, es hat irgendwie gar keinen Sinn gemacht. Ja. Und das wollte ich irgendwie nie. Kann ich es mir jetzt nochmal vorstellen? Ich glaube, das Schwierige ist, dass man immer an Argus gemessen wird. Ich glaube, ich könnte es mir schon vorstellen.
ich habe jetzt natürlich auch eine Position im Conquest oder im Methodia wieder gefunden, die mir sehr, sehr viel Spaß macht, die eben ganz anders ist. Ich glaube, man muss halt abwechseln. Also ich fand es immer ganz furchtbar, wenn man irgendwie eine große Rolle hatte und dann ist man im nächsten Jahr mit einer anderen großen Rolle neu aufgetaucht, irgendwie neu verwurstet oder... Und ich finde, da gibt es auch genügend andere Leute, denen man irgendwie die Möglichkeit geben sollte, mal nach vorne zu treten und irgendwie ihr Können zu zeigen. Klar, Lust hätte ich drauf. Die Frage ist immer die, könnte ich nochmal so viel Energie rein investieren, wie ich es tatsächlich in den Jahren getan habe. Es war parallel zu meinem Studium. Ich habe wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt, auch außerhalb des Conquests. Und vielleicht. Ich glaube, das ist die richtige Antwort. Ja, genau. Kommt drauf an, was du mir anbietest, Markus. Ja, mal sehen, wo sich das Conquest hinentwickelt. Also klar, wenn... Nee, klar nicht. Also ich könnte es mir vorstellen, ja, aber man müsste sich genau überlegen. Also ich habe mir damals ganz genau überlegt. Passen, genau. Muss alles passen. Ja. So, genau. Wir könnten uns das auch vorstellen, aber es muss halt alles passen. Ja, so, exakt. Genau. Es wird hier aber vehement gefordert, wenn ich das mal so sage. Dankeschön. Danke sehr. Genau. Ich finde es super spannend, was im Chat passiert. Ich habe leider kein Tablet, aber Markus hält mich hier auf dem Laufenden. Ich halte dich auf dem Laufenden. Wenn entscheidende Fragen kämen, würde ich auch schnell eingeblendet. Ansonsten lese ich immer mal so mit einem Auge mit. Also es ist nicht so, dass Linus mich langweilt, sondern ich gucke mal mit einem Auge hier auf das Tablett. Genau. Argus, vielleicht mal ein paar spannende Geschichten. Also erstmal, du hast gesagt Charunar. Was ist ein Charunar? Punkt 1, Punkt 2, was war Argus' Rolle auf dem Conquest? Wie hat sich das so entwickelt über die Zeit? Also Charunar war quasi der ursprüngliche Arbeitstitel, oder nee, nicht Arbeitstitel, es war der ursprüngliche Titel von diesem Charakter, der damals, also Phileas Strongbow war der, oh Gott, das lass mich nicht... Ich glaube, der Maat von Paolo Amatio ist als erster auf den Kontinent Methodia getreten, hat da so einen Erkundungstrupp geleitet und ist dann aufs Schwarze Eis getroffen und das Schwarze Eis hat ihn korrumpiert und hat dann ihm quasi zum Anführer, zum Heeresführer des Schwarzen Eises gemacht. Und ich behaupte, ich glaube, da gibt es bestimmt Gegenstimmen, aber ich behaupte, dass diese Rolle quasi über die Jahre immer wieder angepasst worden ist, wir uns immer wieder überlegt haben, wie soll die denn weitergehen. Es war irgendwann, dann ich hatte immer irgendwie den, ich weiß nicht warum, ich weiß, dass ich schon im ersten Draft quasi von der Argus-Rüstung, dass ich da gesagt habe, ich fände den Namen Argus ganz cool und ganz passend. Und ich hatte immer dieses, ich weiß nicht warum, dieses allwachende Argus-Auge im Hinterkopf. Und ich glaube, weil auch relativ schnell eben das Auge des Schwarzen Eises aufgetreten ist. Und dann war das für mich immer irgendwie eine Verbindung, die relativ schnell geschlossen werden konnte. Und das hatte ich dann so ein bisschen eigenmächtig initiiert und hatte das ein bisschen gepusht. Ich bin das Auge, wir sind der Sturm, das kam, ich weiß nicht, ob es schon 2004 aufkam, spätestens 2005 war es da. Und Argus als Name ganz klar, für mich war das ein bisschen, ich fand immer die Titel oder die Bezeichnung manchmal ein bisschen irreführend oder ein bisschen schwer für neue Anfänger. Und dann habe ich, und ich für mich hat irgendwie gesagt, okay, wenn wir diesen Charakter noch ein bisschen individueller gestalten wollen, wenn er quasi heraustritt aus der Masse des Schwarzen Eises, wenn er eben mehr werden soll als nur der Anführer einer Fraktion, sondern eben irgendwie alle in sich vereinen soll, dann braucht er einen anderen Titel, den man irgendwie so wirklich greifen kann. Und dann kam Argus irgendwann, spätestens 2008, mit dem kurzzeitigen Reihenwechsel zum untoten Fleisch, dass das Schwarze Eis dann ja quasi den Charakter zurückgeholt hat und er quasi Heeresführer dieser beiden Fraktionen wurde. Da gab es auch hinter den Szenen immer, oder hinter den, ja genau, hinter den, behind the scenes, also hinter den Kulissen, quasi immer auch große Diskussionen zwischen den ganzen NSC-Plot-Autoren, welche Fraktionen sind ihm jetzt komplett untertan. Da gab es auch eindeutige Stimmen, die gesagt haben, boah, Linus reißt da zu viel Macht an sich, ja, der will hier unbedingt der Chef von allem werden. War bestimmt auch nicht hundertprozentig unangebracht, also aber ich glaube, so ein bisschen das große Ziel irgendwann zu sagen, es ist halt viel einfacher, wenn man sagt, da ist ein Bösewicht und das ist der Bösewicht von allen und nicht vier Fraktionen. Es ist zwar vielleicht
in der coolen Serie, die man sich abends anguckt und wo man nochmal in irgendeinem Fan-Wiki nachlesen kann, ist es vielleicht cool, wenn man irgendwie so verschiedene Fraktionen hat und wie bei Game of Thrones, wo man irgendwie eine X-Fraktion hat. Aber ich glaube, auf einem Event, was 4-5 Tage dauert, muss man wissen, dass der Böse, den muss ich bekämpfen. Da kann es andere auch Bösewichte geben, aber es muss so eine klare Linie geben und das war für mich irgendwie relevant. Deswegen kam quasi Argus irgendwann auf. In der Phase, wo ich glaube ich dann so 3, 4, 5 Jahre NSC-Plot-Head war. Genau. Okay. Vielleicht können wir hier die Bilder noch mal ein bisschen weiterlaufen lassen, liebe Regie. In der Regie heute Abend als Regisseur das erste Mal die Emma, vorher immer nur Produktionsassistentin und Merlin als Produktionsassistent. Dankeschön. Vielen Dank, Leute. Genau. Die Fragen, die hier so ein bisschen durchkommen, ist, da kommen wir nachher zu, also wie kam es zum WEF, das ist, machen wir nach der Pause, wir gehen ja gleich in eine Pause, was sehen wir jetzt hier gerade? Oh, das war der Xerikan, aber dazu kann ich gar nicht so viel zu erzählen, ich weiß nur, sieht man glaube ich an meinem Blick, dass ich neidisch war, dass da ein Typ mit einer größeren Rüstung gab als mich und ja, das war sehr schwierig, also wenn man immer mit so Golems zu tun hat, wie dem, oder es gab auch mal einen riesigen Golem im Feuerlager. Die haben natürlich aufgrund der Masse, die Menschen, die da drin sind, haben damit wahnsinnig zu kämpfen und sehen auch meistens sehr viel schlechter. Und deswegen ist immer so ein Kampf mit solchen Kreaturen immer ganz cool. Sieht natürlich auch wahnsinnig geil und beeindruckend aus. Aber je nachdem, wie groß die waren, also ich weiß, dass sie es, glaube ich, im Feuergolem immer nur so 5 Minuten ausgehalten haben. Da musste der Mensch ausgetauscht werden, ja, weil das so unglaublich krass war. Ja, nächstes Bild bitte. Alles gut, das war mit Otis gerade eben. Der hat ja selber schon erzählt, wie ich ihn Shanghai habe. Ja. Ja, das war ganz witzig. Das war für mich so ein Punkt, wo ich irgendwie gemerkt habe, genau, also zu Otis ganz kurz. Ja. Er hat das ja schon selber erzählt, dass er quasi da rumstand und ich quasi zu ihm gekommen bin und gesagt habe, boah, ich brauche dich jetzt. Es war so, dass wir, glaube ich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Wir hatten mal einen Anführer. Oder einen zweiten Heeresführer quasi unter Argus. Und, ach genau, und das Schwarze Eis hat, glaube ich, damals gesagt, sie brauchen wieder einen Typen, der quasi sie auch anführt und nicht nur für alle zuständig ist. Eben so ein bisschen mehr auf dem Level eines Lairds. Und auch vom Power-Level her. Und der eben das Schwarze Eis auch mal anführen kann, wenn Argus nicht dabei ist. Und irgendwie kam mir auf diese Sache mit den gemischten Rüstungen und Otis ist da irgendwie besser drin als ich. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das irgendwie alles zusammenkam. Aber wir hatten dann beim SE, weil wir eigentlich originär aus dem SE einen neuen Champion irgendwie finden wollten. Und nichts gegen die Jungs, die wir damals hatten. Die waren auch alle sehr, sehr cool. Und wir saßen unten und ich habe mir überlegt, okay, ich glaube, die hatten das teilweise durch Kämpfe rausgefunden, wer irgendwie der beste Kämpfer war oder wer der Größte war. Mit 2, 3 bin ich sogar heute noch befreundet oder kenne ich auf jeden Fall noch. Und dann war ich unten und habe aber so gemerkt, so zu 1000% bin ich nicht happy. Also die hätten alle bestimmt einen guten Job gemacht. Und dann lief der Otis vorbei und der sieht natürlich schon außergewöhnlich aus. Dass er irgendwie so ein krasser Spinner ist, hätte ich natürlich nicht gedacht. Also, sind wir auf Sendung? Nee, also krasser Typ und dann habe ich irgendwie gesagt, so, nee, ich will den haben. Der ist so außergewöhnlich, dass man dem auf jeden Fall die Bühne geben sollte. Und dann habe ich da Otis Shanghai und ihn in Rüstung gestopft und sein Lager um. Ja, Otis ist schon eine imposante Erscheinung. So. Ja, genau. Ja, definitiv. Und ein witziger, cooler Typ. Also er hat einen guten Job gemacht. Ist dann ja auch quasi irgendwann vom Plot-Team dann wiederum Shanghai worden. Ja. Was ich ein bisschen schade fand, aber. Ja. Genau. Nächstes Bild. Was machst du da? Ja, da habe ich dann schon in Hamburg gewohnt. Ja. Und mit meinem langen Buddy Svenno, mit dem ich ja lange Zeit schon LARP bekannt bin. Also ist quasi meine älteste. Das ist so ein Motorskateboard. Genau, das Motorskateboard. Ich weiß nicht, ob ich das damals hatte. Wir hatten, glaube ich, beide eins. Und das Konkurs wurde immer größer und meine Füße taten immer weh vom Rumlaufen. Ja. Und ja, genau, kennt man. Ne? Das ist wirklich ein Riesengelände. Ich hatte mir das letzte Jahr auf dem Conquest, habe ich mir unter der Fußsohle eine Blase gelaufen.
Ja, genau. Also das passiert halt. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Aber es also das war ja auch wirklich so, also dieses ganze Conquest war ja auch ein furchtbarer Chaos, nein, furchtbar nicht, ein unfassbar kreatives Chaos. Ja. Also ich weiß noch, wie du da angekommen bist und irgendwie Philipp ist mit dem Fahrrad rumgedüst und hat irgendwie Jägermeister-Shots an alle rausgeballert und Fabian hat irgendwelche Sitzungen gemacht, wo man sich dann irgendwie plottechnisch getroffen hat und Benny und Tommy haben dann die Teamsitzung gemacht und mal hatten wir eine Funkstrecke, dann hat es irgendwie nicht funktioniert oder man konnte noch einen Bereich funken und musste dann einen Koordinator anfunken, um jemanden zu erreichen, der auf einem ganz anderen Kanal ist. Ich kam irgendwann mal in dieses HQ rein und Benny und Tommy lagen da so mit geschlossenen Augen und hatten beide, ich glaube, zwei Mikrofone, irgendwie eins hier und sahen aus wie so Ameisen. Und dann haben sie gesagt, ja, wir liegen halt nur gerade hier und verwalten vier Kanäle und schließen die Augen, damit wir uns am besten konzentrieren können. Das war irgendwie alles schon ganz wild. Und dann habe ich halt irgendwie immer mehr anmaßend irgendwelche Anforderungen gestellt. Habe gesagt, ja, also ich brauche jetzt auch eine VIP-Dusche und ich brauche jetzt ein eigenes Zelt. Und es war natürlich alles irgendwie relativ scherzhaft. Und ich wollte dann eben auch eigentlich so ein Quad haben, was ich natürlich nie bekommen habe, also zum Glück. Und dann habe ich gesagt, gut, dann bringe ich einfach mein Motorskateboard mit. Und dann sind wir mit diesem Motorskateboard rumgefahren. Und ich glaube sogar, ich bin ja auch ein Clown. Und ich glaube, ich bin sogar mal irgendwie an der Schlacht dabei vorbeigedüst. Es war so ein Gag. Ich glaube, bestimmt einige haben gesagt, boah, das hat jetzt das ganze Ambiente zerstört. Aber ich glaube, viele fanden es auch lustig. Ja. Genau, da sind ganz viele Bilder eben mit diesem Motorskateboard entstanden. Ja. Oder genau bei NSC-Ansprache reingefahren. Ja, das ist wieder Argus. Ja. Welche Version des Kostüms? Die dritte Version, ja. Ich weiß nicht, wie viel der Hammer es war. Auf jeden Fall, das ist auch so ein bezeichnendes Bild. Wir hatten Rauchgranaten, wir mussten sie verwenden und deswegen haben wir sie da gezündet. Es gibt noch ein anderes Bild, wo ich sie rumschwenke. Und meine Funke sieht man da auch am Gürtel. Und ich war natürlich auch immer oder viel über Funk verbunden. Ja. Eben in Bezug auf Schlachtenkoordination. Wir haben uns überlegt, wie müssen solche Schlachten ablaufen, wie müssen... Wir wollten auch immer, haben immer lange Zeit immer auch gesagt, dass wir versuchen, in den Schlachten irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Irgendwie, man erobert diesen Punkt und dann, also ich fand, für mich ist immer noch eine der Schlachten technisch, man sagt natürlich immer, ja, die große Schlacht, ich weiß nicht, bei Game of Thrones wäre jetzt die beste, teuerste Schlacht der Welt gewesen. Ich fand sie ganz furchtbar, aus ganz vielen Aspekten. Ja. Und was für mich einfach die beste Filmschlacht aller Zeiten ist, ist immer noch die erste große Schlacht, ich glaube, Battle of Bannockburn, von Braveheart, wo du von Anfang bis Ende genau weißt, was passiert wo gerade. Und das haben wir so immer versucht, ein bisschen darzustellen. Man wird dann natürlich auch immer irgendwie geprägt von den gerade aktuellen Fantasy-Strömungen. Also wir hatten eine Weile, wo wir ganz klar gesagt haben, ah, wir stellen uns das alles vor wie Warhammer und jede Einheit hat einen Captain und einen Priester. Und ich glaube, da sind auch diese Größen irgendwie entstanden. Und wie wir dann die Einheiten auf dem Schlachtfeld bewegen. Genau, und da ist das irgendwie... Wo war ich jetzt? Genau, also ja. Nächstes Bild, genau. Ja, da bin ich vom Traktor überfahren worden. Damals ist der Sohn eines Life-Adventure-Mitglieds ganz viel mit diesem Traktor rumgefahren. Der Sohn vom Tobai. Ja. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, es war Tobais Sohn. Und der ist irgendwie relativ wüst damit immer rumgefahren und ich glaube, er hat sowohl mich als auch andere Leute immer mal wieder gerammt. Und dann haben wir irgendwie dieses Bild gemacht und haben gesagt, ja, also Argus ist dieses Con gestorben. Ja. Er ist von John Deere Tracker überfahren worden. Ja. Das war ziemlich kompliziert tatsächlich. Man sieht meinen Kopf nicht, weil tatsächlich, wenn ich liege in dieser Rüstung, dann drückt das so stark in den Rücken, dass ich quasi oben nicht rausgucken kann. Also es schlägt dann so die Muschel nach oben und dann sieht das so aus. Ja. Wir gehen jetzt gleich nochmal weiter in die nächste Pause, 5 Minuten Pause, danach kommen wir wieder, dann reden wir über das UF, wie ist denn das so entstanden, da hast du ja auch mitgemacht und Svenno und Stefan und, und Okko, reden wir ein bisschen drüber nach der Pause, 5 Minuten Pause, bis gleich. Tschüss. So, da sind wir wieder. Skull TV, Mythodea Insider. Bevor wir jetzt weitermachen, zwei Disclaimer in eigener Sache. Achtung, es wird kompliziert. Wenn ihr einen Amazon Prime Account habt, dann könnt ihr den mit eurem Twitch Account verknüpfen, dann seid ihr Twitch Prime. Und wenn ihr Twitch Prime seid, könnt ihr uns einmal im Monat völlig kostenlos eine Subscription geben. Also euch kostet es gar nichts, einfach nur ein Klick. Dann haben wir eine Subscription.
Diese Subscription bringt uns ein bisschen Geld und auch ein bisschen was für die Statistik. Also schon mal vielen Dank im Voraus dafür. Zweiter Disclaimer ist, wenn ihr eine Idee habt oder irgendwas, was ihr mitteilen wollt, wenn ihr eure Gruppe vorstellen wollt, euren Charakter vorstellen wollt, eure Orga vorstellen wollt, meldet euch bei uns, wendet euch an uns, keine Angst, keine Scheu. Am besten per E-Mail an tv@skald.com. Die Eva, unsere grandiose Bookerin und Moderatorin und was sie alles macht im Stream, wird Kontakt zu euch aufnehmen. Wir finden einen Platz für euch hier im Stream. Das war's in eigener Sache. Jetzt geht's weiter mit Linus. Wir steigen gleich mal wieder ein. Neues Argus-Bild. Hier ist es. Was sehen wir da? Ja, irgendwelche Hämmer, die du gerne zerstörst, die hier im Chat. Ja, genau, Kassius hat es gerade gesagt. Das, also tatsächlich diese legendäre Geschichte, wo der Hammer zerstört worden ist. Ich weiß gar nicht, welcher es ist. Ich glaube tatsächlich, dass das in das gleiche Jahr gefallen ist. Ich hatte mir von irgendwem, der einen sehr, sehr geilen Hammer hatte, habe jetzt so 2-3 Leute im Hinterkopf, wo ich vermute, wer das war, ja. Hatte ich mir diesen Hammer ausgeliehen und bin dann losgezogen und wir haben das Nordmann-Lager angegriffen. Und es war eine ziemlich coole Schlacht und irgendwie, wir hatten eine Ramme dabei, die hat sich dem Tor gewidmet und wir hatten vielleicht einen Belagerungsturm und irgendwie sowas anderes. Also irgendwie haben wir auch die Palisade angegriffen und ich habe dann mit dem Hammer gegen ein Stück Palisade gehauen, um quasi zu demonstrieren, wie krass wir dieses Lager jetzt gerade belagern. Ja. Und das muss eine sehr dünne Bohle gewesen sein, die ist irgendwie zerbrochen. Und dann habe ich mich irgendwie so in Rage geprügelt und habe mir immer dünne Bohlen rausgesucht und habe immer diese Bohlen zerprügelt, was natürlich irgendwie cool war, wenn irgendwie der Oberbösewicht diese Bohle zerhaut und dann fliegt die da in, splittert die und dahinter haben die Leute gemerkt, irgendwie ihre Palisade bricht auch an einer anderen Stelle zusammen. Und irgendwann waren halt alle dünnen Bohlen weg und dann musste ich mir halt so mitteldicke Bohlen suchen und dann waren irgendwann auch die mitteldicken Bohlen weg. Und dann kam ich am Ende zurück und habe festgestellt, oh Gott, ich habe den Hammer kaputt gemacht. Mhm. Da war der Hammerkopf in der Zwischenzeit kaputt. Und ich hatte mir den ja geliehen. Und dann bin ich zu Philipp gelaufen und meinte, Philipp, ich habe ein Riesenproblem. Ich habe mir von einem Spieler einen Hammer geliehen, weil der so viel cooler war, als, ich glaube, ich hatte damals irgendwie noch die Waffen von vor 2 Jahren. Ich fand den Hammer irgendwie viel beeindruckender, viel besser. Ja, also irgendwie der Hammer bezwingt irgendwie alles und habe gesagt, pass auf, ich habe diesen Hammer kaputt gemacht, also ich muss diesen dringend, wenn ich zu diesem Spieler gehe und ihm sage, ich habe den Hammer kaputt gemacht, dann brauche ich von dir bitte das Backup, dass ihr dann ihm diesen Hammer ersetzt. Und da hat Philipp zum Glück damals gesagt, ja, alles Linus, kein Problem. Wir bauen dir auch dann noch gerne nochmal einen Hammer. Wobei ich musste dann, glaube ich, die alten Waffen weiterverwenden an dem Con, weil jetzt eben der Hammer unsafe geworden ist. Ja, das waren so diese kleinen Geschichten, wo ich immer ein bisschen überreagiert habe. Ich war einfach voll drin. Ich war einfach Argus in dem Moment. Method Acting. Ja, genau. der User, dessen Hammer es vielleicht gewesen ist, sagt dir nicht nur einmal. Keine Ahnung. Das stimmt nicht so ganz. Dieses Mal ist auf jeden Fall Hammer definitiv kaputt gegangen. Und darf natürlich nicht vergessen, wie viel ich da in der Schlacht stand. Echt, Cassius sagt das, ne? Sagt das Peter? Echt? Habe ich mehrere? Ich weiß nicht mehr. Okay, ich weiß nicht mehr. Vielleicht habe ich auch mehrere Hämmer kaputt gemacht. Also, ja. Ja gut, die waren halt groß und wurden ausgeholt. Aber eigentlich würde ich von mir behaupten, dass ich meistens gerade gegen Spieler eigentlich eher soft zugeschlagen habe. Also mein Ziel ist es nicht, die auch spüren zu lassen, dass es 8 direkt war, sondern eben eigentlich eher relativ soft. Natürlich. Aber gut, der ist gegen alles Mögliche geflogen. Also ich habe Nebenspieler gehauen auf dem Boden und wenn man da möchte, das Staub aufwirbelt, muss man ein bisschen fester zuschlagen. Ja, klar. Okay, nächstes Bild. Was sehen wir hier? Ich glaube, das können wir weitermachen. ich habe natürlich auch Endzeit gespielt. Das hat jetzt mit Argus und so nichts mehr zu tun. Das war auf einem Con, wo wir irgendwie so eine militärische Truppe gespielt haben. Okay, ein weiter. Da kommen jetzt. Genau, das ist ganz cool. Und zwar, das trifft so ein bisschen, weil tatsächlich war für mich immer auch mit Judea so ein Con, weil ich war ja eben nicht nur Argus oder habe da ja nicht nur irgendwie Argus die Rolle gespielt, sondern du kommst eben als Otto Normalverbraucher auf ein Event und da gibt es halt Leute, die dich echt toll finden. Und das muss man irgendwie auch, glaube ich, verarbeiten können.
und irgendwie verstehen. Also ich glaube, ich glaube schon, dass man auch hätte irgendwie sagen können, oh, ich bin jetzt der Argus, ja, von mir gibt es Poster, von mir gibt es Comics, und es war eben so ein Comic, der da gezeichnet worden ist. Es gab eine kleine Comic-Reihe sogar, die gezeichnet worden ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das aus dieser Comic-Reihe ist. Die Leute kamen an und haben diesen Pöppel, der da auf dem Bild zu sehen ist, den habe ich bekommen. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, was es damit auf sich hat. Ja, wir haben diese Kloreden gehalten und dann habe ich irgendwann mal einen riesigen Pömpel geschenkt bekommen. Ich glaube, den habe ich sogar noch zu Hause, oder er steht bei euch. Ja. Ich bin nicht ganz sicher. Und du erhältst natürlich auch eine wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und kannst auf keinen Fall so viel Aufmerksamkeit zurückgeben, wie einige Leute dir schenken. Und das ist auch immer irgendwie spannend gewesen, umzugehen. Also ich war ja viel auf Messen damals für FDD unterwegs. Ja. Fast nie in Rüstung. Ich habe nur ein einziges Mal in Rüstung. Und dann kommen halt Leute auf dich zu und sagen, ey, ich habe hier ein Foto von uns beiden, das haben wir da gemacht. Irgendwie nach einer Show oder nach einer Schlacht kamen Leute auf mich zu und haben gesagt, können wir zusammen Fotos machen, und dann habe ich die auf der Messe unterzeichnet. Das ist natürlich irgendwie auch spannend, sowas zu erleben. Ja, also wie ein Promi sein. Ja, genau, also ein X-Promi oder so. Aber hier, in diesen paar Tagen des Jahres war das schon ein bisschen so. Oder auch, dass ich quasi lange Zeit immer gesagt habe, ich parke mein Auto jetzt da. Und dann hat irgendjemand gesagt, so, ja, Linus hat wieder sein Auto da geparkt. Ne? Also, lassen wir das jetzt durch. Ja. Und da gab es auch viele lustige Momente. Ja, einen kann man nicht erzählen, aber war auf jeden Fall super beeindruckend. Auch die Rolle Argus selber war wahnsinnig beeindruckend. Also für mich irgendwie eine der krassesten Live-Rollenspiel-Momente aller Zeit war, der war so halb IT, halb OT, und zwar waren wir auf der Wiese, wo heute, oh Gott, was ist denn heute? Ich weiß gar nicht. Also quasi auf der vorderen Wiese unterhalb des NSC-Lagers, da hatten wir eine Schlacht. Und ich glaube, das UF... Ich habe mit dem Schwarzen Eis, und das UF war auf der damaligen Vierländerwiese, also quasi über den Schwarzen Weg, da wo jetzt die Stadt ist. Und dann hieß es, Linus, wir haben ein Problem auf der Vierländerwiese, die werden gerade eingekesselt. Du musst da jetzt rüber. Und dann habe ich gesagt, okay, ich renne jetzt los und bin rüber und auf den Schwarzen Weg. Und auf dem Schwarzen Weg standen 50, 60, 70 Leute, die ja quasi am Rumlaufen waren. Und die haben gesehen, Argus biegt in vollem Lauf, damals war ich bestimmt noch ein bisschen fitter, um die Ecke und fängt an, diesen Weg runter zu spinnen. Und ich habe das so, danach habe ich gesagt, ich muss unbedingt meine Kamera mitnehmen, um es Leuten zu zeigen. Das hat man nie so gesehen. Leute schauen dich an, du siehst pures Entsetzen in den Augen, und sie haben sich halt alle umgedreht. Und normalerweise sind die Leute, das kannte ich schon, dass die Leute irgendwie dir ausgewichen sind. Das war immer so eine, ich habe mir mal beschrieben, das war so eine Blase. So rum, ja. Hinter mir kamen immer die Leute angerannt, haben mich von hinten gehauen. Aber um mich herum, also mindestens in Abstand von mindestens zwei Hämmern, war niemand. Weil eben klar war, das ist so ein bisschen so eine Todeszone. Wenn du Lust hattest auf ein cooles Duell oder wenn du ein bisschen mal irgendwie einen Heiler beschützen musstest, hast du dich da reingewagt, aber eigentlich bist du dem Charakter eher ausgewichen. Und die konnten nicht ausweichen. Und dann drehen sich 50, 60 Leute um und rennen panisch in die andere Richtung. Und ich habe das immer für mich irgendwie so beschrieben, wie wenn du mit so einem Helikopter über so eine Gazellenherde fliegst. Und ich glaube auch dieses Gefühl, dass das mit dir passiert. Ich glaube, das passiert sonst nur ganz, ganz bösen Menschen, dass Leute panisch vor einem fliehen. Dafür musst du, glaube ich, im wahren Leben eben eine Waffe in der Hand haben oder sowas. Aber das war so beeindruckend. Und ich habe auch gemerkt, okay, du bist gerade zu schnell. Da verletzen sich gleich Leute, weil die nur weg wollen. Aber das zu erleben, ist unglaublich. Also da gibt es viele Momente. Das war einer der, wo ich dachte, krass, dass ich das erleben darf. Vielen Dank dafür. Oder auch, wenn eben der endlose Heereswurm, damit meine ich jetzt alle Fraktionen, an einem vorbeigezogen sind aufs Schlachtfeld. Ist klar, weil jetzt fängt die Endschlacht an. Und zwar das Ende dieses Kons. Wir hatten alle Schlachten gemeinsam geschlagen und dann ziehen hunderte von Leuten an dir vorbei. Irgendwie grüßen dich und du grüßt zurück und du weißt, jetzt haben wir nochmal zwei, drei Stunden eine krasse Schlacht vor uns und dann eine coole Party, ist irre. Also da muss ich auch jedem einzelnen NSC irgendwie danken, der da mitgewirkt hat. Oder auch den Spielern, ne, die das mitgespielt haben. Das ist irre. Kann man gar nicht ganz beschreiben. Ja, wahnsinnige Erfahrung. Hier wird gesagt, ja, Gänsehaut. Also so wie du es erzählst, kriegt man das Gänsehautgefühl auch schon beim daneben sitzen. Ich habe noch eine lustige Geschichte. Und zwar hatten wir gerade eine neue Fraktion rausgehoben,
die Schwesternschaft damals, also muss so 2009 gewesen sein. Mhm. Und damals hatte man die Möglichkeit, sich quasi auf so besondere Rollen zu bewerben. Und wir wollten eben da nur Mädels haben und irgendwie, und uns war irgendwie klar, die sind in der Schlacht, also mussten die über 18 sein. Und wir haben eine super geile Bewerbung bekommen von einem Mädel, die war so 15, 16. Mhm. Und irgendwie fanden wir die Bewerbung so toll. Und dann dachten wir uns, okay, gut, dann tun wir so ein... Also ich wollte da persönlich anrufen und wollte sagen, hallo, hier ist Linus vom Conquest Team, von Life Adventure. Und ich wollte mich nochmal herzlich bei dir bedanken. Du hast eine wahnsinnig tolle Bewerbung geschrieben. Jetzt können wir dich nicht berücksichtigen, aber im nächsten Jahr bist du auf jeden Fall dabei. So, dann habe ich da angerufen. Und dann ging... Ich weiß nicht, ob sie direkt ans Telefon gegangen ist, aber auf jeden Fall ging sie ans Telefon. Und, nee, genau, Vater oder Mutter ging ans Telefon und dann, ja, Janine, da ist jemand von Life Adventure am Telefon. Und du hast schon gemerkt, das ist so eine junge Live-Rollenspielerin, die hat richtig Bock auf Live-Rollenspiel, die wusste irgendwie, Life Adventure ist irgendwie eine große, große Nummer. Und er so, ja, hallo? Und ich so, ja, hier ist Linus vom Conquest Team. Und ich so, oh Gott, was passiert da gerade? Und du hast im Hintergrund die Eltern gehört und deine Eltern so, oh mein Gott, was passiert, was passiert? Und dann kam der Vater ans Telefon und meinte so, ja, schönen guten Tag, was ist denn los? Und ich so, ja, hier ist Linus vom Conquest Team. Und dann fing der Vater an, wow, es ist Linus vom Conquest Team, es ist Linus vom Conquest Team. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, da hast du die Live-Rollenspielste verrückteste Familie ever irgendwie getroffen. Ja, es war am Ende auf jeden Fall ein nettes Gespräch, aber es war wieder super, also ich hatte nicht erwartet, dass sie das so als sowas Krasses empfindet, aber dass der Vater dann tatsächlich auch so ein bisschen so einen leichten Herzkasper bekommen hat, das war schon ganz witzig. Ja. Voll, so super gute Geschichte. können wir die nächste Bild sehen? Okay, was sehen wir hier? Ich weiß es nicht. Genau, ja, also man merkt so ein bisschen, ich bin diese ganze Live-Rollenspiel-Sache auch in Hamburg zum Beispiel treu geblieben. Ja. Ich habe in Hamburg, ja, also ich habe ja schon immer Partys gemacht und als ich dann Live-Rollenspiel angefangen habe, war das irgendwie die logische Schlussfolgerung, Live-Rollenspiel, also statt Partys eben Live-Rollenspiele zu veranstalten, eben verschiedener Natur, also hervorzuheben ist eben dieses unfassbar krasse Bunker-Con, da haben wir damals irgendwie den Leuten auch so einen Fragebogen von 60 Fragen geschickt, wo drin stand, wenn wir dich in einer Tonne für einsperren würden, wie lange würdest du es in der Tonne aushalten, ohne auszurasten, oder würdest du das total scheiße finden? Und da waren ganz viele Fragen, die auch in die Irre geführt haben, aber im Prinzip um auszuloten, wie hart können Leute Live-Rollenspiel spielen. Ja, ja. Und wir haben dann quasi im Endeffekt ein Bunker-Con, was genau 12 Stunden gedauert hat, teilweise im komplett Dunklen, nur mit Geräuschen, gearbeitet in einem echten Bunker, 4 Stockwerke tief. Wow. Gefühlt 15 Meter unter, also ich glaube 15 Meter unter dem Boden, unter der Erde war das, war so ein ehemaliger Atom. Ich glaube, so ein Zweitschlagbunker war das. Mhm. Grandiose Spieler da gehabt und die auch gesagt haben, das war so intensiv. Ich weiß noch, das ist ein Freund von mir, den ich als wahnsinnig guten Spieler immer empfunden habe, der stand irgendwann in so einem Raum und wusste einfach nicht mehr weiter, weil irgendwie so viele Eindrücke gekommen sind. Auch mich war das so krass. Wir hatten diese Dunkelphase und wir hatten damals Nachtsichtgeräte auf, um quasi die Leute zu überprüfen. Mhm. Tapsen so Leute nur in Decken gehüllt durch diesen Bunker und versuchen sich da zurechtzufinden. Das war schon ganz irre. Und genau, in Hamburg habe ich dann irgendwann festgestellt, okay, irgendwie Partys ist wieder so mehr mein Ding. Mhm. Ich habe da immer weniger mit Live-Rollenspiel zu tun gehabt, aber eben natürlich immer noch mit den ganzen Leuten. Und das ist jetzt hier von eurem Partner quasi, Freihand, mit Kai. Kai habe ich dann irgendwann gesagt, pass auf Kai, ich brauche einen coolen Walk-Act. Und wir hatten damals gesagt, das ist so die eierlegende Wollmilchsau leider gewesen. Ich hatte eigentlich nur so einen LED-Roboter gebraucht. Aber ich wollte es natürlich cooler haben. Und das ist ein Riesending. Das ist 2,40 Meter, also unterhalb dieses, da wo der Hals quasi von diesem Roboter, der so ein bisschen Predator-like ist, da guckt die Person raus. Und wir wollten damals quasi das Ding auch für Messen und so weiter verwenden. Und genau, das ist tatsächlich dann auf dem Kiez, glaube ich, entstanden. Mhm. In der großen Freiheit, wenn ich nicht komplett falsch liege. Und dann hat er quasi als Walk-Act bei uns vor Partys gedient, ja. Und wie gesagt, haben wir so ein bisschen das Live-Rollenspiel wird nach Hamburg gebracht. Ja, oder haben wir dafür Kiez. Ja, Shoutout zu Freihand. Hallo Kai, super Ding. Was ist das? Auch Endside. Ich habe nur so ein paar Bilder reingeballert. Okay. Oder teilweise habt ihr sie rausgesucht. Weiter? Ja, das, da habe ich auch für Live-Adventure oder für FTD gearbeitet während meines Studiums. Das war auf einer Messe in Zwolle, da haben wir so eine Rollenspielmesse, habt ihr da unterstützt, weil wir. Ja. Und bin ich mit meinem guten Freund Johannes, mit dem ich damals zusammen studiert habe, losgezogen.
Und haben eben auf einer Messe, ja, ich glaube, damals so Anfängersets oder sowas von FDD beworben. Ja. Und warum hat er ein rosa Hasenkostüm an? Ja, das bin ja ich. Ach so. Rechts. Ja. Ah, genau, das ist auch ganz spannend. Das ist die erste Argus-Rüstung, die er da trägt. Ah. Da sieht man auch, diese Muschel ist deutlich kleiner. Nein, die zweite, Entschuldigung, die zweite. Die Muschel ist ein bisschen deutlich kleiner, weil wir uns ja von dem Pessoir verabschiedet haben. Und auch da sieht man so ein bisschen, Leute haben immer geunkt, so, ja, du rennst nur mit Gummi rum, das da drunter ist Metall. Also das ist die zweite Deal-Rüstung, glaube ich, gewesen, ja, die damals geairbrushed wurde. Eigentlich auch ein sehr, sehr cooles Teil. Ja, aber wir hatten halt ein Hasenkostüm und da waren halt Kinder und wir haben halt irgendwie, er hat die Argus-Rüstung angezogen, weil ich irgendwie gerade keinen Bock auf Argus hatte und jemand anders das natürlich irgendwie ganz cool findet, dann vielleicht eine Rüstung zu stecken. Und haben dann als Hase und als Bösewicht gegen die Kinder gekämpft, ja. War eine lustige Sache. 3-4 Tage, glaube ich, war das in der Rollenspielmesse. Nächstes Bild. Ja, das ist Svenno natürlich. Svenno. Legendärer Mann hier. Ja. Da können wir, glaube ich, auch dann den Schwenk später zum untoten Fleisch hinkriegen. Ja, das ist die aktuelle Rolle, die ich quasi auf dem Conquest spiele. Das links ist der Hugenweibel, dem quasi der rote Stern gehört. Rechts neben ihm sein alter Freund Eisenkeil und wie wir quasi die Schlacht als ehemalige oder als alte Kämpfen begutachten und natürlich der Meinung sind, dass alles total schief läuft, als wir es natürlich viel besser können. Ja, aber mit 3 Promille kämpft man eben nicht mehr. Ja. Stadler und Waldorf. der Schlacht. Genau, also ich glaube, den Schwenk zum UF, das wolltest du ja irgendwie vorher machen. Genau. Genau, also wir hatten, es war irgendwann klar, wir müssen, wir waren glaube ich 2007, haben wir gemerkt, wir kommen mit dem SE nicht an Kapazitätsgrenzen, aber wir wollen noch ein bisschen uns weiterentwickeln und wir brauchen mehr NSCs. Also die Spielerzahlen hatten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt wahnsinnig zugenommen. Die NSC-Zahlen sind bei diesem 400 ein bisschen mehr, glaube ich, nicht stagniert, aber also nur nicht ganz so stark gewachsen. Und wir haben uns überlegt, okay, wie kriegen wir es hin, dass wir andere Leute für das Spiel begeistern und haben uns eben überlegt, wir hatten ja diese verschiedenen Elemente und die Anti-Elemente und es war klar, dass irgendwie Untot irgendwie zumindest irgendwie, da kann man sich eben sehr viel drunter vorstellen, also unter Untot, untotes Fleisch, Zombies und da gab es eben ganz lange die Diskussion, wollen wir Zombies erschaffen, so eine reine Zombie-Armee, gab es verschiedene Verfechter, ich glaube am Anfang war ich auch für so eine reine Zombie-Armee, da war eben die Diskussion, wie kriegt man das gut transportiert, dann war die Frage, wie kriegen wir das hin, dass die Leute sich schminken, weil wenn du für den gleichen Preis SE machen kannst, wo du dich quasi weniger schminken musst, wieso sollte man sich denn schminken als NSC? Und wir wollten auch so ein bisschen differenzieren zwischen, wenn du schwarzes Eis spielst, musst du eben, oder ist es Rollenspiel nicht der Hauptgrund aufs Conquest zu gehen, wenn du eben auch mal deine Ruhe haben willst, wenn du eben sagst, ich möchte kämpfen und ich möchte ein bisschen Rollenspiel betreiben, aber auch mit meinen Buddies im Lager hängen. Aber wenn du halt mehr Rollenspiel betreiben willst, das war damals so unsere Idee, dann müssen wir etwas Neues erschaffen. Und dann haben wir eben das Untote Fleisch geschrieben, damals ich im Studio mit Stefan Sasse und noch ein paar anderen Beteiligten. Und haben das dann quasi aus der Wiege gehoben. Und da war es mir total relevant, weil das war so eine Sache, die ich damals gelernt habe, desto besser die Anführer wirklich eine Einheit sind, also die Scharune, da hat man einfach ganz klar gemerkt, da gab es wirklich Leute, die wahnsinnig fähig sind. Hier Props an Dirk, falls er noch zuschaut. Ja. Das war eben für mich so ein ganz klarer Typ, wo ich gesagt habe, also den muss ich mit rüberziehen. Und ich wollte, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich wollte die Einheiten größer haben. Ich wollte, genau, ich glaube, es lag daran, dass wir zu dem Zeitpunkt schon 8, 9 oder ich glaube sogar zwischenzeitlich mal 11 Scharune hatten und diese Sitzungen, die sogenannten Scharunensitzungen, immer größer wurden, wo wir die Schlachten besprochen haben, wo wir die Probleme besprochen haben. Wir hatten immer so 2, 3 Sitzungen pro Tag. Und mir war halt klar, wir müssen da weniger Leute haben, wir müssen mit weniger Leuten, es wird größer. Und mir war aber auch klar, wenn wir eine Einheit von fast 100 Mann haben, dann brauchen wir da wirklich gute Leute. Und dann bin ich in mich gegangen und habe mir überlegt, ich wusste, ich hatte Dirk, glaube ich, schon 2006 angesprochen, hat er gesagt, pass auf, wir machen nächstes Jahr das Untote Fleisch, ich werde da wieder mitwirken. Es gab sogar zeitweise mal die Idee, glaube ich, sogar das Schwarze Eis komplett abzuschaffen. Da wurde uns ganz klar gesagt im Forum, ey, also auf, das ist eine dumme Idee, wir wollen weiterhin unsere Fraktion spielen. Und dann habe ich Dirk angehauen, der meinte, pass auf, also wenn du das nächstes Jahr machst, bin ich dabei. Der hat sich dann seine Truppe rekrutiert, die ja seit Jahren sehr erfolgreich Silent Hill managen. Und dann habe ich 2 weitere Leute angehauen, damals eben Svenno, den ich vom Drachenfest 2002 kannte.
auch eine ganz witzige Story, da habe ich mich quasi bei ihm im Lager eingeschlichen. Er war Ritter, ich war Schotte. Die hatten im Jahr davor... Ich war Schotte. Ja, ja, also Kälte. Ne? Und die waren quasi verfeindet. Die hatten im Jahr davor das Drachenfest gewonnen. Ja. Und Svenno wollte das... und ich hatte quasi... habe mich quasi als Ritter ausgegeben und mein Ziel war es am Ende quasi mit dem Banner die Seiten zu wechseln. Das hat so tatsächlich dann auch geklappt. Ja. Svenno hat mich am Ende quasi, ich habe ja am Ende gesagt, das Einzige, was ich mir von euch wünsche, mein Heerführer, ich möchte gerne das Banner in die Schlacht tragen. Svenno hat gesagt, super, du bist mein erster Ritter, mach das. Und dann sah er quasi, wie irgendwann in der Schlacht das Banner an ihm vorbeizog, die Reihen der Ketten sich öffneten und sein Banner verschwunden ist. Und so haben wir uns kennen und lieben gelernt. Ja, und, aber ich habe eben gemerkt, dass der Typ tatsächlich damals war, auch für damalige Verhältnisse riesig. Ich weiß nicht, wie groß sie damals waren. Ich hatte irgendwas zwischen 50, 60, 70 Leuten. Waren sie damals mit einer großen Truppe aus Hamburg da, die Schattenstürmer. Und mir war klar, der Typ kann mit Leuten. Der kann eben Leute anführen und Leute begeistern. Und mir war eben relativ früh klar, dass ich den auf jeden Fall brauche für die NSCs. Und ich glaube, im ersten Jahr ging das noch nicht. Ich glaube, er war verletzt oder so. Wir haben dann kurzfristig noch jemand anders reingeholt. Dann aber im nächsten Jahr hatte dann Sven übernommen. Das lief auch sehr, sehr gut. Und klar, mein alter Freund und Weggefährte Okko, der ja auch auf dem Hof gewohnt hat, der hat dann zusammen mit Dodo auch angefangen, das Lerdem zu übernehmen, Corpsdale. Und den haben wir da eingesetzt. Und das hat eigentlich wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also das untote Fleisch hat sich wirklich prächtig entwickelt, wie man heute sagt. Ja, ganz großartig, genau. Großartige Frage. Ich glaube, ein Jahr später, weil wir gemerkt haben, krass, die Zuwächse sind so groß, haben wir uns dann entschieden, Baron Bay zu machen. Das ist ein interesting Fact, so behind the scenes. Wir hatten lange Zeit, ich war ein großer Fan davon, ich fand, es klang unglaublich gruselig, wollten wir das Lerdem Stillborn nennen. Hm. Und bis uns dann einer gesagt hat, pass auf Leute, das heißt halt Totgeburt. Und da gibt es sicherlich einige Leute, die das nicht so cool fänden. Und dann haben wir gesagt, okay, heißt nicht Stillborn, heißt Baron Bay. Und haben dann den Hintergrund für geschrieben. Mhm. Genau, so ist das untote Fleisch entstanden. Also am Anfang gab es nur drei Lerdems? Genau, drei. Baron Bay ist dann später dazu. Genau, ein Jahr später mit der Schwesternschaft, die quasi so der. Wir hatten damals die Idee, dass quasi jedes Lerdem quasi so eine Haupteinheit hat, die man irgendwie auch wiedererkennt. Bei Corpsdale waren es die Loyals, also die schwer gepanzerte Infanterie, die war uns irgendwie wichtig. Dass wir gesagt haben, die sind sehr präsent. Bei Silent Hill waren es, glaube ich, die Bogenschützen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auch unfassbar beeindruckende Momente. Also wenn du irgendwie in der Schlachtreihe stehst oder auch ein paar Mal schon auf den Mauern von Dörchgard und du gibst irgendwie den Befehl, dass Pfeile abgeschossen werden sollen. Hinter dir feuern halt 40, irgendwann zwischenzeitlich waren es ja mal 100 Leute mit Pfeilen über dich. Und so ein typischer Pfeilhagel, den man aus Filmen kennt, rauscht über dich hinweg. Es ist unglaublich. Also, ja. Immer wieder Gänsehaut. Genau. Dirk schreibt hier, Baron Bay kam erst 2009, keine Ahnung, der alte Mann. Das ist schon so lange her, Dirk, du kannst dich einfach nicht mehr erinnern. Ja? Oder ich nicht. Oder ich. Ja, das kann sogar tatsächlich sein. Es kann natürlich sein. 2008 war Dörchgard. Ja, und wenn ich so in mich gehe, hat er wahrscheinlich recht. Das kann gut sein, ja. Ich vertraue mal dem Chronisten. Er ist schon länger dabei als ich beim Untoten Fleisch. Also wird er recht haben und ich nicht. Genau. Ich rufe mal kurz in die Regie. Ist Zeit für die nächste Pause? Ja. Wir gehen jetzt nochmal in die Pause. Nach der Pause geht es weiter mit einem spannenden Projekt, was du gerade anleierst, Linus. Genau, ja, hoffentlich. Mal drüber reden. Und eine Frage- und Antwortrunde können wir auch noch machen. Und den roten Stern haben wir auch noch nicht behandelt, wie es eigentlich dazu kam. Stimmt. Genau. Wir sehen uns nach der Pause. 5 Minuten Pause. Bis gleich. Ja, und das war das Medley aus 10 Jahren Klorede. Oder 14, glaube ich. Also ich habe alle Teile abgedeckt. Was hat es mit der Klorede auf sich? Es war beeindruckend, also ich muss sagen. Das war ein gutes Lied, ne? Ja, es war auch ein guter Song. Du hast ihn ja praktisch hier live performt. Performt und improvisiert. Gibt es jetzt bei Spotify? Ja. die Klorede ist entstanden irgendwann, ich glaube im ersten Jahr,
die Klos wurden halt nicht so genutzt, wie man sie nutzen sollte, warum auch immer. Und irgendwie hatte ich da beschlossen, dass das irgendwie so ein Punkt ist, in dem ich mich annehmen möchte. Und habe dann eben im ersten Jahr eine Klorede gehalten, habe eben gesagt, Leute, also das Runde muss ins Runde. Ist wie bei, ich glaube, es war tatsächlich diese Ansage irgendwie nicht bei wie bei den Äffchen. So, wenn ihr das hinkriegt, da ist es eben nicht so. Ja, ihr müsst das Eckige, das Klopapier muss ins Runde und eben nicht das ganze Runde, weil ich glaube, Klorollen ins Klo geschmissen worden sind. Und ja, und daraus ist irgendwie so eine Institution geworden. Ich weiß nicht, ob die Klos deswegen sauberer wurden oder nicht, aber ja, deswegen. Ja. Naja, immerhin auf anderen Events soll es ja vorgekommen sein, dass sogar in die Duschen fäkaliert wurde, sag ich mal. Gut, ja, dass ich da nicht war, weil sonst würde mir das auch bestimmt überstellt werden. Aber bei uns natürlich nicht, ja. Ja, ich lege das jetzt mal an die Seite. Damit genau, legen wir es mal an die Seite. Oh, ich finde das angenehm hier bei euch. Sehr angenehm, gell? Was sehen wir denn hier? Bitte Bild einblenden, liebe Regie, danke. Ja, legendär. Ja, das ist tatsächlich unsere Live-Rollenspielgruppe gewesen, die McGalloways. Und genau, also rechts neben mir ist quasi Donald. Links unten so ein bisschen hockend ist Okko. Und ja, das war so ein Fotoshooting, was wir bei uns hinten im Wald hatten. Da war eben dieser coole umgestürzte Baum und in der Mitte ohne Bart, das bin ich mit meinem damaligen Hauptcharakter, mit dem wir also wirklich, also über 10 Jahre lang haben wir die gespielt. Ja. Und hat auch eine Menge Spaß gemacht. Ja, voll gut. Nächstes Bild. Ja. So, ja. Aha, das. Ja, genau, das ist jetzt der legendäre Matt Goblin 2007, wie man sieht. Genau, das war quasi ich, oberkörperfrei. Ich habe, glaube ich, noch eine Runde Shots bestellt und gesagt, ich brauche noch mehr. Und genau, das irgendwie da ist, glaube ich, auch die Stange zu sehen. Und das ist immer sehr eskalativ gewesen. Ja, zu viele Informationen an dieser Stelle. Nächstes Bild, bitte. Gehen wir schnell durch. Ja. Schnell. Das haben wir schon mal. Ja, jetzt kommen Zuschauerbilder. Wollen wir die Zuschauerbilder mit den Fragen in den fünften Teil stellen? Können wir machen. Dann beenden wir die Dia-Show hier. Keine Angst, es geht weiter mit tollen Bildern von Linus. Linus hat sie noch nicht gesehen, das wird ein Überraschungsding. Genau. Nein! Nicht zeigen! Bilder, nein, nicht zeigen! Das war eine Ausblenden. Ja. Okay. Du hast das, also wir haben jetzt deine Station beim Conquest, Argus haben wir ausreichend behandelt. Genau. Suef ist ein bisschen kurz gekommen, aber die haben wir jetzt auch schon viel Zeit gehabt bei uns im Stream. Könnt ihr auch gleich noch Fragen stellen. Und nachher bei den Fragen können wir da auch noch jede Menge behandeln. Jetzt als nächstes, deine letzte Station, wo du jetzt auch noch bist, ist der... Rote Stern. Genau. Ja, das war so, dass man fällt schon so ein bisschen in ein Loch. Ich wusste erstmal, ich dachte erstmal so, ja, ich werde gar nicht, im Jahr danach wollte ich gar nicht kommen, nach 2013, wollte 2014, glaube ich, aussetzen, weil das schon krass ist. Also es gibt ja auch dieses Video, irgendwo über Argus verabschiedet wird, wer sich das mal bei YouTube ansehen möchte. Das ist natürlich irre, wenn sich irgendwie viele, viele Leute verabschieden und wenn du etwas, was du eben auch damals, war mir das schon irgendwie ein bisschen bewusst, dass das mein Lebenswerk ist, dass es vorbei sein wird. Und ich wusste es ja auch schon ein Jahr früher als alle anderen, weil wir ja ganz klar gesagt haben, wir sagen jetzt nicht, Argus geht im nächsten Jahr, weil wir ja sonst, also wir hatten so ein bisschen Schiss, dass das irgendwie so demotivierend wirkt, wenn das alle wissen, aber mir war halt klar, okay, ein Jahr lang wusste ich schon so, okay, ich gehe da jetzt. Ja. Ich habe dann ja auch irgendwie an dieser Story mitgeschrieben, dass Argus quasi nochmal in alle Lager gezogen wird. Was war die Frage nochmal? Ja, was? Ach genau, und dann Roter Stern. Genau, Roter Stern. Und dann war ich zu Hause und Okko und Dodo haben damals die Heereswacht aus der Wiege gehoben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, und die waren so begeistert und ich hatte immer noch nicht meinen Hawaii-Urlaub gebucht, dass ich dann irgendwie relativ spontan gesagt habe, ach Gott, ich fahre einfach doch mit. Ich hatte mich, glaube ich, auch auf dem Conquest-Team quasi abgemeldet und bin dann quasi total spontan erschienen und habe festgestellt, okay, cool, dass obwohl du jetzt nicht Argus bist, ist da trotzdem noch wahnsinnig viel. Ja. Habe das Conquest ganz anders mal erlebt. Super entspannt. Ganz anderen Blick auf das Conquest bekommen, weil ich mich quasi nur in der Stadt bewegt habe. War trotzdem wahnsinnig schwierig, irgendwie die NSCs aus Maschinen zu sehen.
habe das dann drei Jahre lang gemacht, habe da auch immer so ein bisschen so den Eventmanager für die Truppe gespielt, habe irgendwie versucht, so kleine Events innerhalb der Truppe zu organisieren, die auch ganz witzig waren. Und dann kam Philipp auf mich zu und meinte, Linus, du machst doch die ganzen Partys in Hamburg. Irgendwie die The Black Pearl, die Black Pearl bei uns, die läuft nicht mehr so gut. Was kann man da machen? Und ich sagte, pass auf, Philipp, ich setze mich jetzt einen Abend mal rein, guck mir den Laden an und saß dann tatsächlich einen Abend quasi in der Black Pearl und habe irgendwie festgestellt, irgendwie für mich damals zumindest, hat bestimmt als Evie das damals vor 2006, schätze ich mal, irgendwie erschaffen hat, das war ja auch so ein bisschen in der Phase von Pirates of the Caribbean, war das irgendwie ziemlich cool und ziemlich hip, Piraten waren damals irgendwie voll in, aber irgendwie 2016 war es das eben irgendwie nicht mehr. Und das war damals auch so ein Plastikzelt. Und wir hatten uns dann zusammengesetzt und haben uns gesagt, okay, betrachten wir mal so irgendwie die Serie, die gerade quasi Live-Rollenspiel massiv prägt. Das wäre Game of Thrones. Wie wollen wir denn dieses Ding umgestalten? Weil eben doch vieles einfach nicht mehr up-to-date war. Also die Dekorationen drin waren nicht aus einem Guss, wie das Plastikzelt. Wir hatten Halogenbeleuchtung im Zelt, in der Taverne, im Schankraum drin. Da war einfach vieles, was irgendwie nicht mehr so funktioniert hat für Live-Rollenspiel auf dem Niveau, auf dem wir uns aktuell bewegen. Also man sieht ja schon irgendwie so eine graduelle Entwicklung von Live-Rollenspiel, wenn man jetzt sieht, wie auch Instagram Live-Rollenspiel beeinflusst hat, wie der Gewandungsstandard gewachsen ist. Das ist schon irgendwie grandios. Und dann haben wir uns eben zusammengesetzt und haben gesagt, wir wollen was Neues machen. Wir konnten es nicht komplett neu erfinden. Also wir konnten jetzt keinen großen Tempel machen. Da gibt es eine Idee, die wir noch in der Schublade haben. Stelle ich dir irgendwann mal vor. Nee. So ein Tavernentempel. Aber der ganz anders gestaltet gewesen wäre. Aber wir mussten quasi das nehmen, was wir haben und umbauen. Und dann haben wir uns eben dafür entschieden, weil wir eben auch gesagt haben, wir wollen dieses, was ich auch früher erzählt habe, von diesen kleinen Kunst, diesen immersiven Effekt durch eine geschlossene Welt, haben wir bei Oko angefragt und gesagt, pass auf, Oko, wir würden gerne diese Taverne machen, wir würden gerne auch ein bisschen euer Logo und eure Farben mitverwenden, weil wir quasi auch auf der Spielerseite quasi den Leuten das Gefühl geben wollen, die Stadt ist aus einem Guss. Die Wachen sehen gleich aus, die Beflaggung ist ähnlich, auch die Taverne, das sind irgendwie, die haben ähnliche Klamotten, so ein bisschen zumindest an, oder farbtechnisch sind die angepasst. Gab es auch viele Gegenstände, die gesagt haben, na, das ist schwierig, ne? Am Ende halten die Soldaten für Tavernen, für Schankmeiden oder sonstiges. Wir haben uns dann ganz klare Ziele gesetzt, dass das eben nicht passiert, wo man auch Unterschiede erkennt. Und ich glaube, es funktioniert auch ganz gut. Klar, gibt auch immer noch Stimmen, die sagen, naja, die Taverne, der Rote Stern ist immer noch irgendwie die Halligalli-Sauftaverne. Ich glaube, das Conquest ist so facettenreich, dass es auch, aber auch dafür irgendwie einen Bereich geben muss. Ich finde, wir haben da, gerade wenn man eben den sieht, wo es herkommt, mit einer eigenen Band, ja, Zwiebelgeschmack, kann man auch an der Stelle mal grüßen. Ja. Hallo an die Jungs von Zwiebelgeschmack, ja, ich weiß. Genau. Ja, die vermisse ich so ein bisschen. Dieses Jahr. Ja. Also wir hätten die eigentlich heute im Stream gehabt, heute Abend. Nee. Ja. Ah, das ist ja... Das haben wir nur abgesagt wegen Corona, weil es war ein größeres Event, es wären relativ viele Leute hier gewesen heute und da haben wir gesagt, okay, das kann man nicht bringen. Ja, ich wurde auch getestet, ich habe einen Corona-Test, Schnelltest gemacht. Ja, einen Schnelltest hier gemacht, ja, genau. Bist negativ, hast du mir sagen lassen. Ja? Zum Glück, jetzt kann ich meine Mama wieder umarmen. Ja. Genau, also jetzt, und also quasi was wir da, glaube ich, gemacht haben, eben einheitliche Klamotten, die irgendwie die gesamte Taverne auch so ein bisschen mehr in-time zu gestalten, weg von dem großen Plastikzelt, hin zu mehreren kleinen Zelten. Ständige Musikbeschallung oder ständige Musik. Hatten wir auch viele Gegner am Anfang. Ne? Ich bin natürlich irgendwie auch rein, sehr blauäugig und haben auch am Anfang ein paar Fehler gemacht. Aber wir haben, glaube ich, doch dann relativ gut einen Großteil der alten Crew mitgenommen und gerade die letzten Jahre waren zumindest für diese Gruppe gigantisch. Und auch das ist wieder ein ganz tolles Erlebnis, weil im Endeffekt bin ich wieder in der total glücklichen Situation. Ich bin vielleicht jetzt nicht mehr Argus, aber ich habe zumindest das größte und bestbespielte In-Time-Lager eigentlich. Ja, ja, also ich sage auch immer wieder, jeder, der Bock hat, den Roten Stern zu bespielen, wenn er irgendwie eine Idee hat, was er im Roten Stern machen möchte, haben immer gesagt, wir wollen so vom Roten Stern aus in die Lager irgendwie Plot liefern. Und es funktioniert auch ganz okay. Ja. Genau.
Also das ist der rote Stern, das machst du zurzeit auf dem Conquest. Jetzt hast du aber noch ein anderes spannendes Projekt an uns herangetragen. Ja. Und das habe ich mir angehört, habe gesagt, klar, machen wir da mit sofort. Erzähl mal, was das ist. Genau, also ich hatte irgendwie, ich hab zwei, drei Freunde, speziell jetzt eben den Christian, der glaube ich auch gerade zuschaut. Ja. Also hier liebe Grüße an Christian. Hallo Christian. mit dem habe ich schon eine App programmiert, oder vielmehr er hat programmiert. Ich habe so ein paar Ideen beigesteuert, habe gesagt, ich supporte dich dabei und versuche das irgendwie an den Mann zu bringen. Das hat nicht so gut funktioniert aufgrund verschiedener Fraktionen, aber wir haben, glaube ich, ganz, ganz viel mitgenommen. Und dann kam er auf mich, so in der Corona-Phase auf mich zu und meinte, Nils, pass auf, ich möchte wieder was machen. Hast du nicht irgendwie eine Idee? Oder er hatte schon so eine Idee. Und dann haben wir ein bisschen rumgesponnen und dann haben wir gesagt, pass auf, wir machen jetzt was ganz Simples, wir machen jetzt ein Text-Adventure, das man quasi spielen kann. Und dann habe ich auch gesagt, perfekt, da kann ich auch euch, kann ich dir wahnsinnig viel helfen. Gerade in diesem Live-Rollenspiel-Fantasy-Hintergrund, vielleicht können wir sogar den Methodea-Hintergrund verwenden, da gibt es genügend Leute, die Interesse haben, da mitzumachen. Genau, übrigens, ich lasse jetzt die Bombe platzen, ne? Also die Leute, die es noch nicht wissen, ich habe es ja angekündigt bei Facebook irgendwie. Ja, ja. Ein ominöser Post vor, vor vier Wochen. Und dann habe ich mit Christian gesprochen und meinte, pass auf, ich kann dir die Story schreiben und du programmierst das. Und dann meinte Christian, super, das machen wir. Und dann wurde mir klar, ich kann natürlich nicht quasi, ich bin jetzt kein Programmierer, also während Christian das schreibt, quasi das direkt implementieren. Und Chris also gesagt, pass auf, ich brauche von dir ein Tool, in dem ich meine Geschichte schreibe, so dass ich als Nicht-Programmierer das irgendwie verstehe, wo ich die Sachen verlinken kann, kannst du mir so ein Tool programmieren. Hat der Chris gemacht, relativ fix sogar tatsächlich, ich war erstaunt, wie schnell das ging, und meinte, Linus, pass auf, du kannst damit anfangen zu arbeiten. Und dann fing ich an und habe festgestellt, ja, eigentlich bin ich doch kein Schreiberling. Eigentlich bin ich jemand, der Leute organisiert. Und dann dachte ich mir, eigentlich total geil, es gibt doch bestimmt wahnsinnig viele Leute da draußen, die total Bock haben, so eine interaktive Story zu schreiben. Also das ist quasi für die Leute, die jetzt noch nicht so genau wissen, was ich meine, quasi du, also diese alten Bücher gab es damals, Lone Wolf, glaube ich, einsamer Wolf, wo du quasi entscheiden kannst, gehe ich jetzt rauf auf den Berg oder laufe ich runter ins Tal und dann gehst du eben weiter auf Seite 17 oder weiter auf Seite 27. Und dann ist die Idee immer weiter gesponnen. Wir haben gesagt, okay, wir wollen eine Plattform machen, wo die Leute, gerade im Live-Rollenspielbereich, eben sich selbst darstellen können, aber eben nicht mit so einem Text und liest das bitte durch, sondern eben spielerisch, dass du eben Entscheidungen treffen kannst. Und haben wir festgestellt, da gibt es so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Da sind wir auch an euch herangetreten und haben gesagt, pass auf, wenn wir euch die Möglichkeit geben, diese Plattform zu nutzen, wollt ihr nicht quasi eine Vorgeschichte für ein Event schreiben, wo du am Ende quasi irgendwo rauskommst und dann quasi, also ne, du meldest dich auch beim Conquest an und meldest dich im Lager der, wie heißen die aktuell? Was sind die mehr? Ja, es gibt ja die eisernen. Genau, meldest dich zum Beispiel im eisernen Lager an und dann bekommen alle Leute, die sich im eisernen Lager anmelden, eben eine vorgefertigte oder eine Story. Alle anderen Leute, die sich im anderen Lager anmelden, kriegen eine andere Geschichte. Und im Verlauf der Geschichte treffen sie halt Leute, die sie im Lager treffen können, treffen sie und kriegen schon mal Hintergrundinfos. Und dann startet man, glaube ich, ganz anders ins Con. Und dann haben wir immer weiter gesponnen, haben gemerkt, oh Gott, das ist irgendwie total cool. Und jetzt ist ja so ein bisschen unser Ziel, dass wir gesagt haben, also wir haben noch mit relativ vielen Leuten gesprochen. Und unser Traum wäre jetzt tatsächlich mit der Live-Rollenspiel-Community eine Art interaktives Conquest zu schreiben. Da sind wir auch schon dran. Wir haben ja mit Ruth schon gesprochen, die gesagt hat, sie stellt uns da auf jeden Fall, gibt uns Input. Guckt auch eben, dass das alles irgendwie hintergrundkonform ist. Wir haben jetzt ungefähr mit 20 Leuten gesprochen, die Interesse haben, da mitzuwirken. Und wir haben dann gesagt, wir machen das ein bisschen anders als normal. Wir wollen das ein bisschen, also mein Wunsch wäre so ein bisschen, dass die Leute sich zu Hause hinsetzen, sich ihren Labhut aufziehen, ein Met auf den Tisch stellen, dann irgendwie 10 oder 15 Silbermünzen oder Kupfermünzen auf den Tisch legen. Und dann anfangs textet man begrüßt, dann steht da eben auch noch, nimm die 5 wichtigsten Dinge mit, die du für einen schönen Abend in Methodea brauchst. Weil die Idee, wenn das alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, ist, dass wir im Januar, also quasi genau 6 Monate, nachdem das Conquest dieses Jahr leider nicht stattfinden konnte, nochmal das Conquest bespielen können. In einem Wintersetting,
schon die Stadt so, wie wir sie kennen, aber vielleicht dann eben mit Schnee. Und wir schreiben quasi den Zirkel, du bewegst dich durch die Straßen und die verschiedenen Gruppen, die in der Stadt leben, also zum Beispiel Kalte der Schmied, die Pressgang, wir haben schon Zusage von Hurley und die Pulveraffen, selbst Faun hat gesagt, dass sie vielleicht ein bisschen Input liefern. Die schreiben quasi alle ihre eigenen Stories und man läuft quasi durch die Stadt und dann kann man eben verschiedenen Menschen begegnen, wenn man feststellt, oh cool, mit den Bracca Keltoi wollte ich schon immer mal spielen, dann spielst du eben, reagierst du eben auf zwei Barbaren stehen in der Ecke und trinken Met. Und wenn du eben keine Lust hast, dann gehst du halt weiter und versuchst halt den roten Stern zu finden. Und da sind relativ viele spannende Ideen. Also wir hoffen, dass wir quasi das mit einem Mal launchen können. Also quasi an einem Tag sagen, jetzt geht's los. Und das große Ziel ist am Ende eben eine Plattform zu bieten, wo Leute sagen, boah, wir wollen interaktive Stories schreiben. Und dass man die dann einfach auswählen kann in einem Dropdown-Menü, wo dann eben eine Kategorie Mythodea ist, andere Kategorie ist andere Live-Rollenspiel-Backgrounds. Man kann das natürlich auch für seine eigenen Events nutzen. Am Anfang wollen wir natürlich nur immer erstmal gucken, wie wir das angenommen. Wir suchen uns gerade oder wir suchen noch Autoren, die sagen würden, boah, wir schreiben eine Story. Das war eine Frage, die hier im Chat gestellt wurde. Ja. Kann man auch mitmachen? Kann man auch was schreiben? Bitte. Ja, also bitte mich einfach anschreiben, entweder bei Facebook oder bei Instagram. Sehr, sehr gerne, wenn ihr euch das zutraut. Es ist gar nicht mal so relevant, also gerade für diese, das ist die Idee jetzt bei Mythodea, dass wir gesagt haben, das ist eher ein Inter- oder ein erlebtes Abenteuer und kein zielgeführtes. Also es gibt ja, glaube ich, Abenteuer, wo man am Ende an einem Ziel ankommt. Bei dem ist es jetzt eher so, dass wir sagen, wir wollen einen schönen Abend. Also ich stelle mir das so vor, dass ich mich abends eben hinsetze, mir meine Ludger, die Hurenweibelmütze aussetze, in Met und dann spiele ich selber. Und wenn ich halt auf, keine Ahnung, Okko treffe im Spiel und der sagt, der Anführer der Heereswacht postet dir zu, dann trinke ich halt auch noch ein Met mit und entscheide mich. Also ja. Im Prinzip soll es so Chatrooms geben für die Locations. Genau, wenn das klappt, wäre das super, da sind wir noch gerade dran. Das ist natürlich nochmal eine besondere Herausforderung. Diese Textfelder, die wir aktuell haben, diese Notes, die funktionieren so, dass man quasi, also immer weiterklickt und das ist auch wirklich sehr, sehr intuitiv. Das heißt, auch wir wollen quasi an Leute herantreten, die das eigentlich gerne mal machen würden, die Autoren sind, die Stories gerne schreiben, aber das eben bisher noch nicht konnten, weil es eben dieses Tool so noch nicht gibt. Gerade eben noch nicht im Bereich einer App. Und unsere Idee, und das war eben fürs Mythodea oder eben auch generell für Cons gemünzt, war, dass wir gesagt haben, diese Notes werden verortet. Und wenn du eben dein Abenteuer spielst, und deine Abenteuer entwickelt sich so darauf hin, dass du quasi auf dem Marktplatz landest und mein Abenteuer landet auch irgendwie auf dem Marktplatz. Es sind zwar zwei verschiedene Abenteuer, aber sie finden beide gerade auf dem Marktplatz statt, dass dann ein Chatroom geöffnet wird und wir beide uns tatsächlich unterhalten können. Mhm. Das würde natürlich dem Ganzen nochmal mehr so diesen Con-Charakter geben. Das wäre mein großer Wunsch. Ob wir das schaffen, weiß ich noch nicht genau, aber wir arbeiten auf jeden Fall dran. Ja. Genau. Also das ist so das Riesenprojekt. Und mir ist das halt irgendwann aufgefallen, ich war halt vor ein paar Monaten online, also das war während dieser Findungsphase, was wollen wir machen, und habe einfach gesehen, wie die ganzen Foren, die LARP-Foren einfach explodieren, weil wir ja quasi gerade gar keine Möglichkeit haben, uns live-on-spieltechnisch groß auszuleben. Also man kann zwar mit 25 Leuten irgendwie was Kleines machen, ich glaube, das geht immer noch, aber alles Größere ist schwierig. Weil man sieht das, glaube ich, an diesem kreativen Outburst bei diesem Epic LARP Battles of History oder so ähnlich. Geiler Post, geiler Input und ich dachte mir, cool, vielleicht kriegen wir... Das war grandios. Das war grandios, ne? Genau, ja. Und da war mir irgendwie klar, so vielleicht kriegen wir das ja irgendwie gemacht. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar. Wahnsinnig tolles Feedback. Und man kann damit, glaube ich, ganz, ganz viel machen. Also was, ne, mit LARP wollen wir anfangen. Ziel ist natürlich dann am Ende vielleicht auch Escape Rooms zu haben oder einfach kleine Rätselabenteuer. Bergi meinte letztens sogar, ey Linus, da kann man auch im schulischen Bereich was machen. Und man macht halt Mathe-Rätsel und wenn du eben es richtig rätselst, geht es auf Ja und weiter. Und wenn Nein, dann wird halt irgendwie die Aufgabe nochmal erklärt. Also ist auf jeden Fall spannendes Feld gerade, es ist wahnsinnig cool. Die Jungs sind jetzt zwei tatsächlich. Christian hat noch einen Freund rangeholt, mit dem wir auch mal zusammen am Projekt gearbeitet haben. Also auch, falls beide zuschauen, vielen Dank. Ich freue mich weiterhin und jetzt wollen wir, der Zeitplan ist aktuell so, dass wir gesagt haben, wir wollen Ende der Woche
eigentlich das Tool abschließen. Das heißt, Ende der Woche auch die ganzen Autoren, ich werde immer wieder angeschrieben, es ist halt wahnsinnig viel gerade zu tun. Und jetzt hatte ich auch ein bisschen Break so für mich, aber grundsätzlich in einer Woche wollen wir das Tool eigentlich freigeben, weil wir sagen, selbst wenn wir jetzt Veränderungen dran durchführen, sind die nicht mehr so gravierend, dass sich die Textbausteine verändern könnten. Und dann kommen wir quasi in die Schreibphase und dann gucken wir mal, wann wir die, also die App, so dass man es schon lesen kann, ist schon sogar schon fertig. Wir müssen sie dann eben noch grafisch aufbereiten und da kommen wir dann natürlich auch auf euch zu, weil wir natürlich irgendwie die App für das Mythodea-Adventure natürlich auch einen entsprechenden Mythodea-Hintergrund haben wollen. Da werden wir auf jeden Fall mitmachen. Ich freue mich auch. Gute Sache. Alle Initiativen fürs Live-Rollenspiel sind gute Initiativen. Ihr wollt es ja irgendwie mit Skype verbinden. Ja, ja, genau. Ja. Das wollen wir außerdem machen und schauen wir mal, wo das jetzt hingeht. Genau. Ich freue mich total drauf. Wir unterstützen das. Jeder, der mitmachen will, beim Linus melden, zur Not auch bei uns, dann leiten wir es weiter. Also spread the word. Ja? Also ja. Das, so ein Ding trägt sich natürlich nur, wenn am Ende irgendwie genügend Leute mitmachen. Also wenn wir 10 Leuten so ein Abenteuer spielen, ist es natürlich dann irgendwie ein bisschen. Also wäre schon schön, wenn wir irgendwie das, wenn möglichst viele Leute sagen, boah, eigentlich klingt das ganz cool. Und wieder, ja. Genau. Und dann drehen wir es los. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal in die gehen wir nochmal in eine Pause, liebe Regie. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt. Wir gehen jetzt noch ein letztes Mal in die Pause und danach kommen wir wieder. Da gibt es eine Frage- und Antwortrunden mit dem Linus. Außerdem gucken wir gleichzeitig die Geheimfotos durch. Wir haben extra dem Linus nicht gezeigt, um welche Fotos es sich handelt. Er muss nämlich aus dem Stand drauf reagieren. Ja, und wir sehen uns gleich. Minke, Minke. Bis gleich. Keine Klo-Rede mehr. Ja, wir sind dran. Hallo, da sind wir wieder. Skull TV, Mythodea Insider mit dem Linus. Unsere letzte halbe Stunde für heute Abend. Wir gehen. Ungeplant, wohlgemerkt. Ja, ja, ungeplant. Ja, ja, wir überziehen schon wieder. Das ist gut. Wir gucken uns weiter Bilder an und ihr seid aufgerufen, alle Fragen an Linus rauszuhauen, die es gibt. Er muss antworten, ich werde ihn zwingen. Ich werde versuchen, ganz kurz zu beantworten. Das so zack, zack, zack. Genau. Möglichst viele. Haut's raus und wir gucken uns so lange die Bilder an. Ja, hast ja gerade eben gespoilert. Ich glaube, die hat Papa Corpsdale damals gemacht und das ist eine Argus-Action-Figur gewesen. Und die konnte sogar sprechen, du hast hinten drauf gedrückt und hat sie gesagt, ich bin das Auge. Ja. Ja, krass. Also hier ist schon die erste Frage. Ist das Team für den Stern 2021 voll? Wir sind nicht in der Planungsphase drin, aber gerne melden. Einfach mich auch anschreiben. Wir wissen ja noch nicht genau, wo es 2021 hingeht, ob wir, also wie, unter welchen Auflagen das Conquest was machen wird. Aber genau, gerne melden. Voll sind wir nie. Ja, genau. Und wenn nein, wie und wo bewerben? Entweder bei mir oder bei Zippo. Aber einfach an mich schreiben und ich leite es dann weiter. Genau. Oder im Zweifelsfall, wenn euch. An uns, dann leiten wir es weiter. Genau. Also info@lifeadventure.de oder worst case auch tv@skald.com geht alles. Genau. Hier, das ist glaube ich keine Frage. Süßer Boy, dieser Linus. Oh, danke. Ich habe von Boy bin ich lange, also früher, ja, ja, da war ich ein süßer Boy. Ja. Andere Frage vom Peter, warum kommst du damit durch? Ja? Mit Boy oder Peter, präzisieren Sie bitte Ihre Frage. Ja, genau, wir brauchen mehr Präzision, ja. Peter. Ja? Das sind mir, diese so schlampige Fragen sind wir nicht gewohnt. Ja. Er schiebt gleich nach. Wie viel Sport machst du, um nicht dick zu werden? Oh, naja, also. Ich kann es aber die Kamera halten. Es ist mehr geworden. Aber grundsätzlich viel Sport. Also ich würde sagen, 2-3 Mal die Woche trainieren. So ungefähr, ja.
und halt ein bisschen, ja, Sport zu gehen, halt ein bisschen auf die Ernährung achten. Ja, Olli von Rüstzeug ist eben dazu gekommen. Hallo. Oh Olli. Gott. Der einzige Mensch, den ich nicht im Chat sehen wollte. Olli von Rüstzeug. Nein. Gutes Abend. Nein, Olli, super. Hi, Olli. Rüstzeug, Qualitätsausstatter im Lab. Ich weiß aber, da müsste ich erst nochmal recherchieren, falls wir nochmal einen machen. Ich glaube, ich habe eine sehr witzige Geschichte über Olli und uns auf einer Messe. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmt. Also beim nächsten Stream dann. Okay. Motte fragt, bist du schwanger? Wahrscheinlich wegen dem Bild. Unverschämt, Leute. Das ist eine leichte Wölbung. Genau. Hier ernsthafte Frage. Wie kannst du jungen Heldinnen dabei helfen, den Umgang mit dem Fame zu lernen? Den Umgang mit dem welche Fame? Welche Hilfestellung gibt es? Also wenn da haben wir eben übrigens drüber geredet. So dieses, dass, wenn man so ein High hat, man ist Argus gewesen und man hat es plötzlich nicht mehr, das macht was mit einem. Ja gut, die Frage, also sie möchte jetzt aber, glaube ich, wissen, wie man umgeht, während man den Fame hat. Ja. Aber also ich glaube, die muss einfach klar sein, Live-Rollenspiel, Fame, vielleicht hat sich das noch ein bisschen geändert. Ich glaube, es gibt jetzt Leute, die aufgrund Social Media eine andere Präsenz, eine Dauerpräsenz haben in unserem Leben. Ja. Ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, selbst wenn man irgendwie bekannt auf irgendeinem Lab ist, ist man halt auf diesem Live-Rollenspiel bekannt und eben im wahren Leben immer noch. Also ich werde ja nicht auf der Straße häufig erkannt. Ist damals 2-3 Mal passiert, aber sonst passiert dir das ja nicht. Also du bist ja nicht ein dauerpräsenter Star. Und ich glaube, wenn man einfach sich dem bewusst wird und dass dieser Fame natürlich auch immer komplett abhängig ist von anderen Menschen. Also wenn die halt keinen Bock mehr auf dich haben, dann bist du eben auch nicht Fame. Ja. Achso, jetzt Peter hat es nochmal präzisiert. Warum kommst du mit dem Abweichen der Regeln und dem Ausbrechen aus dem Plot durch, ohne dass man dich reglementiert? Warum fängt dich nie einer ein? Weißt du, warum du immer, und das ist gut so, damit durchkommst? Naja, also man darf nicht vergessen, dass ich natürlich in der Plot-Hierarchie des Conquests relativ weit oben stand. Also ich war ja mehrere Jahre lang der Plot-Autor oder Plot-Autor der NSCs und dann muss man eben noch wissen, gerade das Conquest ist natürlich gerade in den ersten Jahren so eine gewachsene Freundschaftssache gewesen und ich glaube, man musste immer so ein bisschen abwägen zwischen, was bringt er dem Event und was macht er gerade wieder für einen Scheiß und was reißt er da gerade wieder ein. Ich glaube, also Brechen des Regelwerks hat ja so nicht stattgefunden. Also das Regelwerk bestand ja und auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob das 8 direkt, genau, das 8 direkt habe ich ja damals, das ist ja immer so diese ominöse Zahl, die wurde ja damals auch nur von Spielern dann angesagt. Und irgendwann war halt klar, okay, Linus nutzt das nicht vehement aus und rennt durch die Reihen und schreit 8 direkt, also außer die Situation ist halt gerade relevant. Also 8 direkt habe ich meistens gegen Leute verwendet, die in einem Duell nach irgendwie 20 Schlägen immer noch nicht verstanden haben, dass sie gerade vom Zug getroffen worden sind, um mir klarzumachen, so, du bleibst jetzt bitte liegen, weil ich andere Dinge zu tun habe, als eine Person zu bespaßen. Ich habe gerne mal eine Person bespaßt für eine kurze Weile, dafür ist der Charakter auch definitiv da. Jeder sollte die Möglichkeit haben, aber eben nicht, hast die Person halt nicht gebucht. Ja. Peter fragt auch, wahrscheinlich für einen Freund, ob du aktuell vergeben bist. Ja, bin ich. Die Frau moderiert gerade meinen Channel und sitzt da drüben. Ja. Genau. Hast du dich... Aber Peter, du hast natürlich immer eine Chance, mit mir in den Zuber zu kommen. Also ja. Das würde ich natürlich niemals verneinen. Genau. Hast du dich irgendwann mal von deiner Rolle überfordert gefühlt? Also ich habe jetzt keinen Moment, wo ich gesagt habe, so... Nee, ich glaube, das kann ich verneinen. Ich glaube, man wurde immer mal wieder gefordert. Ich glaube, es war teilweise sehr belastend. Ich weiß, dass ich manchmal irgendwie um 12 Uhr fing irgendein Ritual auf der Bühne an
Und um 3 Uhr fing das immer noch nicht an, weil die Spieler noch nicht anwesend waren. Und ich saß halt seit 3 Stunden in Rüstung hinter der Bühne rum und habe gewartet und wurde irgendwie mit Brötchen und Kakao versorgt. Und man musste mir immer, also mich irgendwie bei Laune halten, weil es irgendwann echt lang wird, während alle anderen halt feiern sind oder so. Und du als Einziger noch irgendwie so einen Plot mitmachen möchtest. Das war dann auch irgendwann so, dass ich dann gesagt habe, so irgendwie Plot, habe so eine leichte Plot-Aversion gehabt, habe gesagt, die paar Dinge mache ich noch mit, aber nicht alles. Nicht jeder Spieler kann Argus jederzeit herritualisieren. Dann, also überfordert nicht, aber definitiv gefordert. Mhm. Gibt es einen Argus-Only-Fans-Account? Keine Ahnung, was soll das sein? Ich weiß. können wir drüber nachdenken. Aber okay. Ich glaube, dafür bin ich zu alt und der Charakter existiert aber schon zu lange nicht mehr. Also ich glaube, es wäre ganz witzig gewesen, wie sich das tatsächlich entwickelt hätte, wenn es diese Art von Social Media jetzt, die es jetzt gibt, damals gegeben hätte. Ja, interessant. Ja. Also definitiv eine große Frage, was wäre gewesen, wenn es einen Argus Instagram-Account gegeben hätte, den wir quasi permanent mit Bildern gefüttert hätten. Weiß ich nicht, aber den Argus Only. Andererseits war es vielleicht auch gut, dass es das nicht gab, weil natürlich auch die Diskussionskultur anders geworden ist. Anders geworden ist. Ich weiß es nicht, spannend zu wissen, ne? Alternative Reality so, aber war auf jeden Fall gut so, wie es ist. Ich bin ja sehr, sehr glücklich mit der aktuellen Position hier im Team und generell im Leben. Also war eine mega geile Zeit, ich möchte sie nicht missen. Ja. Wie lief die Beziehung mit der Knochenkönigin weiter? Ich war ja mit der Knochenkönigin nie zusammen. Also tatsächlich war ich ja mit Rakasha zusammen. Hier liebe Grüße an Julia. Von der habe ich mich ja geschieden. Mit der Knochenkönigin weiß ich gar nicht, wie das genau weiterging mit Argus. Irgendwann habe ich mich ja, weiß ich gar nicht, hat sich Argus über sie erhoben? Nee, stimmt gar nicht. Sie war ja, glaube ich, sie ist höher. Ja, ich glaube, sie hat ihn fallen gelassen, weil er dann gestorben ist. Spätestens da hat sich, glaube ich, von ihm. Also ich wurde ja nicht wiederbelebt. Also ich würde sagen, sie hat mich da schmählich nicht gelassen. Das ist auch ein Zeichen von Schwäche, einfach zu sterben. Ja. Ja, genau. Aber sie hätte das ja, sie hat mich ja 2-3 Mal wiederbelebt. Ja. Zweimal, glaube ich. Wo ich dann ja beim zweiten Mal dachte, ich wäre jetzt unsterblich. Also nicht ich, sondern Argus dachte, er sei unsterblich. Was sich dann ja als Fehler herausgestellt hat. Ja. Was ist deine absolute Lieblingsschwester und von wem hast du dieses schicke Armband? Hallo Lorna, schön, dass du auch im... meine Schwester hat mir dieses Armband vor 2-3 Tagen gemacht. Das ist natürlich meine absolute Lieblingsschwester. Und falls einer Diffusoren haben möchte, die Öle, sie ist jetzt ins Network Marketing eingestiegen, einfach meine Schwester anfragen, die verkauft euch Öle. Ja. Jetzt habe ich eure Werbung von meiner Schwester gemacht. Hallo Lorna, ich kenne dich nicht, aber schön. Wann streamst du selber mal wieder? Ich bin ja so ein Schlechtwetter-Streamer. Ich vermute mal, das kommt jetzt wieder mit dem nächsten Lockdown auf jeden Fall. Oder vielleicht, wenn wir irgendwie zusammenkommen, wenn irgendwelche Leute Ideen haben, Markus ist auf mich zugekommen und gesagt, Leute, Linus, wenn du eine coole Idee hast für eine Show. Lab-technisch oder nicht lab-technisch, dann melde dich bei uns. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann tragt sie an mich heran und vielleicht bin ich jetzt ja dann, keine Ahnung, einmal im Monat und in Frankfurt und mach hier was bei euch. Also lieben Jahr. Immer gerne. Ja. Dann Linus von Young ist nicht nur auf Twitch hier, sondern auch auf Instagram und auf Facebook kann man dich erreichen bezüglich der Mitarbeit an der App. Instagram viel besser tatsächlich. Ja. Instagram, Linus von Young. Was wünschst du dir für die Zukunft des Conquest? Also erstmal kann man ja sagen, dass ich tatsächlich, bin ja mit Philipp relativ gut befreundet, insbesondere in den Jahren des Roten Sterns wurde das noch ein bisschen intensiver und Philipp hat irgendwann mal durchblicken lassen, dass es nicht mehr so rosig um das Conquest steht. Und ich bin ja schon mal ganz froh tatsächlich, dass ihr als Burgschneider eingestiegen seid. Ich glaube, es war ein spannendes Jahr für alle, irgendwie zu sehen, dass neue Leute, die neuen Input liefern, die eigene Ideen haben, die auch da definitiv irgendwie sich hart reiben mit vielen Leuten. Ich muss sagen, einige Ideen, die ihr, glaube ich, reingebracht habt, finde ich sehr gut. Ich bin da sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird.
ich hoffe einfach, dass das Conquest weiterhin der Community erhalten bleibt, weil ich finde, es hat einen festen Platz in der Live-Rollenspiel-Community. Vielleicht ist es kein kleines Con und nicht so immersiv, wie wenn ich mit 10 Leuten einen 3-Tage-Wandercon in Schottland mache und alle 3 Stunden von der Horde Orks angegriffen werde. Aber das ist ja auch nicht die Intention des Conquests. Ich bin immer noch der Meinung, dass Conquest ist eine riesige Bühne, ein riesiger Spielplatz und jeder kann sich seinen Ort raussuchen. Und wenn du eben 3 Tage, 4 Tage lang feiern möchtest und in Gewandung mit deinen Leuten eine coole Zeit haben willst und saufen und feiern möchtest, dann hast du da deinen Ort. Und wenn du einen total individuellen Plot mit deinen Freunden spielen möchtest, dann schreib ihn dir und erlebe ihn auf dem Conquest. Wenn du krasse Schlachten erleben möchtest, dann ist das Conquest definitiv eins der, glaube ich, ich glaube, es ist der beste Ort. Es gibt bestimmt auch noch 2 andere Großcons, die definitiv spannende Schlachten ermöglichen. Aber ich glaube, jeder muss sich einfach seinen eigenen Ort finden. Und ich glaube, dass diese Bühne erhalten bleibt für die Community. Obwohl ich jetzt selber gar nicht mehr so viel Live-Rollenspiel mache. Das ist, glaube ich, so mein großer Wunsch. Und ich glaube, da seid ihr auf dem richtigen Weg. Ja, das ist auch unser Plan. Da werden wir alles für tun, dass das so ist, weil es ein total ikonisches Event natürlich. Ja. Und das soll am besten wieder wachsen, ja, und immer besser werden, immer großartiger werden, ja. Genau. Gibt es noch ein paar Dinge, die du noch unbedingt IT erleben willst? Nee, ich glaube tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, ich bin tatsächlich, was Live-Rollenspiel angeht, tatsächlich relativ gesegnet. Ich habe total tolle Momente gehabt. Mit Argus spannende Sachen, auch selber eben auf meinen eigenen Events mir irgendwie Situationen ermöglicht, die ich so sehen wollte. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich so ein bisschen zum diesem nörgelnden Altlaper werde. Meine ganze Gruppe wollte immer auf Cons irgendwas erleben und ich habe immer nur rumgemeckert und habe irgendwie gesagt, naja, lass die Leute, also ich habe gemerkt, dass der Plot für mich sehr, sehr mich quasi greifen musste. Also nur weil irgendeine Elfe im Wald gerade Probleme hat mit den Waldgeistern, dann habe ich halt immer gesagt, ja, scheiß drauf, wir ziehen einfach weiter. Wir sind in 2 Tagen eh weiter. So, wir lagern hier nur für 2 Tage. Ja, scheiß auf die Elfe. Und deswegen musste man mich am Ende schon ziemlich in den Plot ziehen und irgendwie einen sehr, sehr anspruchsvollen Plot irgendwie kreieren. Und da habe ich gemerkt so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass ich raus aus der Community bin, aber das ist irgendwie, ich habe schon wahnsinnig viel erlebt. Und ja, ich glaube, es gibt bestimmt noch Dinge, ich weiß einfach nicht, was da noch kommt. Bestimmt werde ich bestimmt einige Sachen noch erleben. Genau, aber spezifisch jetzt irgendwie zu sagen, das und das will ich nochmal haben, das habe ich jetzt tatsächlich aktuell gerade gar nicht. Also für mich sind jetzt eben neue Projekte wieder spannend. Also ich finde, das merkt man so ein bisschen an jetzt auch an dieser Corona-Phase. Ich habe am Anfang Partys auf dem Kiez in Hamburg organisiert. Die Reeperbahn ist tot gerade, also ist, oder nicht tot, aber die ist am Sterben. Es ist ganz krass zu sehen, was da früher los war, was jetzt los ist. Wie damit umgegangen wird, wie den Clubs geholfen wird oder eben nicht geholfen wird. Eher nicht geholfen. Genau, eher nicht geholfen wird. Und jetzt habe ich eben den Punkt, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich habe natürlich auch Bock auf Autos und jetzt habe ich zum Beispiel angefangen, Sportwagenausfahrten zu organisieren. Oder jetzt eben gemerkt, boah, im Live-Rollenspiel hätte ich total Bock, dieses interaktive Abenteuer zu machen und zu schreiben und Leute dafür zu begeistern. Also ich glaube, es sind andere Projekte. Ich bin immer so projektorientiert, projektbegeistert. Und ich glaube, diesen Tavernentempel, den ich mir mal vor... Das hört sich total spannend an, das musst du mir erzählen, das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Ja, können wir machen. Also das wäre, glaube ich, da würde ich nochmal sagen, wenn wir das hinkriegen, dann würden wir auch da nochmal Live-Rollenspiel immer... Das war immer so mal irgendwie so eine Idee. Man hat irgendwas gesehen und hat dann sich überlegt, wie kriegt man das nochmal... Ich will nicht sagen 2.0, aber einfach, wie kriegt man es nochmal besonderer hin oder wie kriegt man diesen immersiven Effekt? Oder wenn man den roten Stern nimmt und sagt, okay, das ist eben die Taverne für die Landsknechte, Ritter und Sonstiges und da kann man eben saufen und so ein bisschen Spaß haben. Wie macht man jetzt eine ähnliche Taverne in einem anderen Setting, was aber auch befriedigend ist und irgendwie beeindruckend? Ja? Und das war so ein bisschen, genau, ich habe mal so ein bisschen gesagt, das, was wir mit dem schwarzen Eis quasi als Ausgangsform dann mit dem UF gemacht haben, das würde ich quasi gerne einmal mit dem roten Stern und dann eben diesem Tavernentempel machen. Können wir die Bilder einfach mal durchlaufen lassen? Ja, ich habe ja. Genau. Liebe Regie, hier Frage, hast du schon mal IT geweint? Und wenn ja, warum? Ja, definitiv. Also weiß ich.
aber ich weiß nicht mehr genau warum. Also es gab bestimmt mehrere Momente, wo ich E.T. geweint habe. Also es war immer irgendwie so der Wunsch, dass dass man eben krasse Emotionen weckt. Und meistens war, ich glaube, es war der Tod eines Druiden, eines befreundeten Druiden unseres Clans, der da gestorben ist, den wir dann verbrannt haben. Da bin ich mir sicher, dass ich da geweint habe. Wo sonst, weiß ich jetzt, ich weiß es nicht speziell, aber definitiv. Ja. Peter muss natürlich einen nachschieben, und war das Weinen echt? Ich überlege gerade, ob mir mal irgendeiner in die Eier getreten hat, aber da hätte ich bestimmt geweint. Das ist übrigens die Rückseite, was gerade eingeblendet wird, das ist die Rückseite der Actionfigur, und da ist dieser gelbe Punkt. Ah. Da steht, glaube ich, sogar Push Me oder so. Und, Test Me steht drauf, und wenn man da drauf geklickt hat, da sieht man jetzt wiederum die andere Hammer-Version. Ich glaube, das war der Hammer, den ich kaputt gemacht habe. Ja. Genau. Nächstes Mal. Ja, das war ich beim... Ach genau, das ist eine Wurst. Ja. Und ich weiß nicht, welches Zelt das ist, aber auf jeden Fall ja. Ich bin mir quasi für nichts, nichts zu schade. Also ja. Dieses Foto ist auch relativ legendär. Irgendwie bereut man solche Bilder erst im Nachhinein. Ja, aber ja. Ja, und sie holen einen immer wieder ein. Nächstes Bild bitte. Ah, das ist Benjamin von der Elz. Und ich muss ein bisschen vorkommen bei der Freund. Ja. Ich werde ja alt. Ja, ich auch. Genau, das ist Benjamin von der Elz, da mit dem schwarzen Headshot. Der, und ich bin, ich glaube, das ist 2008 auf Dörchjard. Ja. Argus hat hier oben so Narben, wo dann so das schwarze Eis raussickert. Weil ich halt in dem Jahr wurde quasi wieder versucht, in die Essenz des schwarzen Eises reinzu. Oder die war in ihm drin und brach wieder raus. Er war ja schon untot, aber also diese Verbindung der beiden Elemente sollte da irgendwie hervorgehen. Und das ist natürlich ein geiles Jahr gewesen, 2008. Sind wir nicht mehr dazu gekommen, darüber zu reden, was da gut und was da schlecht lief. Aber auf jeden Fall war es eben unfassbar, weil wir diese Festung halten sollten. Und wir es ja auch tatsächlich getan haben. Und ich stand dann am Ende des Cons oben auf der Festung. Und wir wurden noch so belagert. Und ich dachte mir, okay, jetzt... Die letzte Chance, die wir haben, ist, wir machen ihnen jetzt das Tor auf. Und dann habe ich mich oben aufs Tor gestellt, kurz bevor die Sonne unterging, und habe gesagt, also habe die Spieler angeschrieben und gemeint, also ihr werdet das niemals schaffen, wenn die Sonne untergeht, dann ist hier alles vorbei. Und ich krieg's nicht mehr genau hin. Und auf jeden Fall waren am Ende, und die NSCs waren tot, also wir waren kaputt. Wir haben, ich glaube, einen halben Tag, also wir haben bestimmt schon 6 Stunden am Kämpfen, wir wurden... Ja. Quasi den gesamten Tag ab mittags belagert, haben in Schichten dieses Tor verteidigt. Und ich wollte die Spieler nochmal so richtig motivieren, zu sagen, okay, jetzt haben wir nur noch 10 Minuten. Wir rennen da jetzt mit aller Macht rein und stürmen das Tor. Und dann war ich mit meiner Rede fertig. Dann öffnete sich das Tor und alle NSCs sind rausgerannt. Ja, geil. Und wobei, ich glaube, das war so halb zu intendieren, aber auf jeden Fall war eigentlich die Intention, sie gehen alle raus, damit sie in der Feldschlacht geschlagen werden und dann stürmen sie quasi die Festung, weil das Ziel war eigentlich, dass wir wollten, dass die Festung geschliffen wird. Aber als das Tor aufging und alle NSCs rausstürmen und die haben so noch bei die letzten Kräfte mobilisiert, dann haben sich die Spieler haben nur diese Masse, es war wie bei Asterix und Obelix, also sie sind wirklich da rausgerannt wie die Irren und dann du hast alle Spieler nur gesehen, die sich umgedreht haben und geflohen sind. Und dann 5 Minuten bevor die Sonne untergegangen ist, sind dann die NSCs wieder reingekommen. Und dann haben wir die letzte Anrede gehalten, wir haben nochmal, ich bin das Auge, wir sind der Sturm geschrien und die Sonne ging unter und wir hatten dieses Con gewonnen, was nie so geplant war, es war ja. Gigantisch, ja. Ja, super. Lag aber eben auch an der Fehlplanung der Festung damals, die wir dann eben 2010 verbessert haben, ja. Ja. Genau, nächstes Bild. Genau, ja, das ist dieses, da ist die Quietscheente der Charonar, das ist die erste Rüstung, dazu gab es eben noch diesen Helm, den man da sieht. Ja. Wo ich immer genötigt wurde, den am Anfang zu tragen. Ich fand den nicht so passend zur Rüstung und vielleicht wollte ich auch damals verhindern, dass man mich austauschen kann. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich fand ihn einfach nicht so passend. Er war insgesamt sehr, sehr groß. Er war auf so einer Paintball-Maske aufgebaut. Der sah schon cool aus, aber ich fand es irgendwie cooler, ihn unter dem Arm zu tragen und ihn nur für 2 Kämpfe aufzuziehen oder sowas. Ja. Genau. Ja, nächstes Bild. Ja, das ist in dem Zuge entstanden, genau, ich in der Rüstung. Es war natürlich immer irgendwie ein Gag, ne, was Argus eben alles in seiner Freizeit treibt, ja, weil er natürlich eigentlich doch voll der witzige Typ war. Das stimmt natürlich nicht, also das war natürlich nicht.
der immer irgendwie in seiner Freizeit irgendwelche Faxen mit dieser Rüstung gemacht hat. Ja. Und auf skurrilen Situationen, keine Ahnung, auf dem Klo gesessen. Also wenn du tatsächlich als Argus auf dem Klo sitzt, auf irgendeinem random Spielerklo und dann runterkommst, haben die Leute solche Augen. Das Bild hat es mir vorher gesagt, dass du es leider nicht mehr gefunden hast. Das ja. Muss von Dirk sein, gell? Ja, ja, genau. Danke, Dirk, nochmal, danke. Ja, das ist genau auch die zweite Rüstung. Mhm. Dann damals schon mit der Bitte quasi, oder ich weiß gar nicht, ob das davor oder bei der Rüstung schon so geplant war, diese Klingen auf den Fingern. Ja, ich habe mir da, keine Ahnung, irgendwie so eine 70er-Jahre-Frisur wachsen lassen, ich weiß nicht warum. ja. Und genau, das ist, glaube ich, auf einer dieser Bühnen tatsächlich, ja. Ja. So sieht es aus. Genau, das sind die Waffen, die davor liegen. Genau, da habe ich mit zwei Einhandwaffen gekämpft. Ich glaube, ganz vorne liegt das Schwert. Dahinter so ein Streitkolben und ich habe den älteren Streitkolben in der Hand. Ja. Ja. Das war alles. Das war's. Gut. Okay. Danke für das Bild. Das hatte ich irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm. Kannst du mitnehmen. Ja, genau. wir rahmen es dir ein. Es war ein toller Stream heute Abend. Ja, danke schön. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Danke sehr. Linus. Ja. Danke für die Einladung. Vielen Dank für den tollen Chat heute Abend auch an euch da draußen. Hat auch super viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Leute. Wir sehen uns nächste Woche. Ich weiß jetzt leider nicht, wann wir nächste Woche streamen, aber wir streamen auf jeden Fall. vielen Dank. Euch eine gute Nacht und bis nächste Woche. Genau, von mir vielen Dank und ja, ich glaube, es gab viel Input an die Community und ich hoffe, da kommt viel Input zurück oder ja, also wenn ihr Anregungen, ich glaube auch Anregungen fürs Conquest habt, ich glaube, die Frage ist ja auch total berechtigt, dann schickt sie uns, dir, mir. Ja, auf jeden Fall. Ja, danke für die Einladung. Genau, und nochmal, wenn ihr mitmachen wollt bei Linus Tool, Linus von Young, auf Instagram anschreiben oder schickt es einfach an uns, wir leiten es dann weiter. Vielen, vielen Dank, Leute. Wir sehen uns nächste Woche. Gute Nacht euch und noch ein schönes Wochenende. Danke fürs Stream. Tschüss. Ciao.